Ja, lassen Sie mich im März heuer starten. Februar, März, wir haben das alle erlebt. Plötzlich hatten wir eine riesige Pandemie, Panik, Schockstarre. Was machen wir da? Ansteckungen, irgendwie unheimlich, weil es kein Medikament gibt und so weiter. Und es sind hier Maßnahmen getroffen worden, wie sie, kann man jetzt ruhig sagen, in den letzten 100 Jahren in Österreich oder in den letzten 80 Jahren, wo immer sie ansetzen wollen, nicht getroffen worden sind. Wenn wir in dem Zusammenhang jetzt über Veranstaltungen sprechen, muss ich einmal kurz darauf zu sprechen kommen, unbedingt, damit wir dann wissen, wo die Problematiken liegen, auf das traditionelle Veranstaltungswesen. Stellen wir uns vor, wir sind im Jänner 2020, Corona ist noch kein Thema und wir denken dran, Veranstaltungen durchzuführen, zu organisieren und müssen uns dafür interessieren, wie sind Veranstaltungen geregelt in Österreich? Wo muss man das anmelden oder nicht anmelden? Was gibt es da für Bereiche? Jetzt kann man, ich mache das ganz kurz jetzt, aber wir brauchen das unbedingt zum Grundverständnis des Folgenden. Man kann alle Arten von Veranstaltungen in fünf große Gruppen unterteilen, rechtlich gesehen. Wobei wir jetzt wahrscheinlich nur vier Gruppen in Wahrheit brauchen. Die Hauptgruppe sind die öffentlichen Veranstaltungen. Das sind jene, die allgemein zugänglich sind, wo grundsätzlich jeder, den es interessiert, teilnehmen kann. Wobei es hier völlig egal ist, ob das gegen Entgelt erfolgt oder ohne Entgelt. Also Sie kennen das ja, gibt riesige, gratis zugängliche Veranstaltungen, sag nur Donauinselfest in Wien und natürlich viele, viele Veranstaltungen, für die man teures Geld zahlen muss, wenn man dabei sein muss. Das spielt aber für die Kategorie öffentliche Veranstaltung keine Rolle. Da geht es nur darum, ist es allgemein zugänglich oder nicht. Diese öffentlichen Veranstaltungen unterliegen in Österreich den Veranstaltungsgesetzen. 9 Stück. Oder umgekehrt formuliert, die Veranstaltungsgesetze, die wir in Österreich haben, gelten nur für öffentliche Veranstaltungen. Also es wäre ein großer Fehler, wenn man denkt, na, die heißen Veranstaltungsgesetze, die gelten für alle Events. Das ist nicht der Fall, nur für öffentliche Veranstaltungen. Und hier benötigt man natürlich dann im Regelfall gewisse behördliche Genehmigungen für die Events selber. Man braucht auch Genehmigungen für den Ort, wo die Events stattfinden, also baulich orientierte Genehmigungen. Das ist hier ein ganz eigenes System. Und wichtig zum Verständnis, das ist ein landesgesetzlich geregeltes System. Das heißt, hier sagt die Bundesverfassung, ist der Landesgesetzgeber zuständig und daher haben wir da 9 verschiedene Veranstaltungsgesetze. Allerdings muss man gleich dazu sagen, diese 9 Landesgesetze, so unterschiedlich sie auch sein mögen, vielleicht darf ich nur bitten, dass alle, die nichts sagen wollen, das Mikro abdrehen, weil ich habe da ein bisschen Nebengeräusche drin, so Pluppern und Glucksen. Das lässt sich meistens sehr gut verhindern, wenn man das Mikro deaktiviert, bitte. Mit Ausnahme derjenigen natürlich, die was sagen wollen, wenn es möglich wäre, bitte. Was wollte ich jetzt schnell sagen? Ja, genau. Obwohl diese 9 Gesetze sehr unterschiedlich sind, definieren sie den Begriff der Veranstaltung völlig einhellig. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Debatte. Veranstaltungen, sagen die Gesetze, sind Darbietungen vor Publikum. Das ist ganz simpel. Das heißt, für eine Veranstaltung benötigen wir immer einen aktiven Teil und einen passiven Teil. Der aktive Teil ist der Veranstalter. Der aktive Teil sind die Darbietenden, zumindest bei Live-Events, wo wir Live-Darbietende haben. Ansonsten ist heute halt die Darbietung die Leinwand im Kino zum Beispiel oder der Bildschirm bei einem Public Viewing. Und dann haben wir den passiven Teil, das ist das Publikum, die eben dieser Darbietung beiwohnen möchten. Aktiver Teil, passiver Teil. Also eine Veranstaltung ohne Publikum kann es vom Begriff her nicht geben. Genauso wie es übrigens auch keine Veranstaltung geben kann ohne einen Veranstalter. Das glauben manche nur im illegalen Bereich, aber geht natürlich nicht. Das ist der Kernbereich, die öffentliche Veranstaltung. Ich überspringe jetzt die zweite Gruppe, die ist für uns nicht wichtig. Hier die dritte Gruppe sind die privaten Veranstaltungen.
Das ist das genaue Gegenteil. Das heißt, die sind nicht allgemein zugänglich, sondern nur für persönlich namentlich eingeladene Gäste. Das heißt, bei einer privaten Veranstaltung sollten wir davon ausgehen können, dass der Veranstalter jeden, der dort teilnimmt, namentlich kennt. Also, dass er genau sagen kann, wer hält sich bei der Veranstaltung auf. Die privaten Veranstaltungen unterliegen nicht den Veranstaltungsgesetzen, sind aber von der Definition her genauso Darbietungen vor Publikum. Das Dritte, auch ein ganz wichtiger Bereich, gerade wenn wir an der Uni jetzt sind, sind die freien Veranstaltungen. Die beruhen auf Grundrechten der Verfassung und die unterliegen, obwohl sie auch Darbietungen sind mit Publikum, nicht den Veranstaltungsgesetzen, weil das ein Freiheitsbereich ist, Kraft Bundesverfassung. Da gehören die politischen Kundgebungen dazu zum Beispiel, aber auch alle religiösen Veranstaltungen, politischen Veranstaltungen, zum Beispiel Wahlwerbung, wissenschaftliche Veranstaltungen, also wenn die Donau-Uni Lehrgänge durchführt, das sind freie Veranstaltungen. Das gilt aber auch für jede Fachhochschule, für jede Volkshochschule, für den gesamten Bildungsbereich. Auch da werden wir sehen, dass wir in Covid-Corona hier natürlich auch Ansätze haben in die Richtung. Und dann gibt es die sogenannten veranstaltungsähnlichen Events. Die wirken zwar wie Veranstaltungen, weil sie einen gewissen Erlebnis- und Darbietungscharakter haben, sind aber keine, weil sie in unserer Rechtsordnung anders zugeordnet sind. Meistens sind sie der Gewerbeordnung zugeordnet, also Bundesgesetz, oder gewissen speziellen Landesgesetzen. Zum zweiteren Bereich gehören zum Beispiel die Tanzschulen, die in mehreren Bundesländern in eigenen Tanzschulgesetzen geregelt sind. Da gehören die Sportwettenunternehmen dazu, die landesgesetzlich geregelt sind. Und auf Bundesebene haben wir zwei oder drei ganz wichtige Gruppen, die da dazugehören. Das sind vor allem die Messe und der Markt. Also mit Messe meine ich jetzt natürlich die kommerzielle Messe. Messe und Markt sind in Österreich gewerbliche Unternehmen in der Gewerbeordnung geregelt. Und drum, wenn Sie zum Beispiel so wie ich viel ORF onlesen oder andere Medien oder auch Nachrichten schauen, dann wird Ihnen immer wieder auffallen, dass natürlich im Corona-Zusammenhang auch die Rede ist von Märkten und Messen. Also gerade jetzt, wo ja die Zeit der Weihnachtsmärkte naht, ist das ja ein ganz starkes Medienthema. Aber auch der Messebereich ist natürlich ein Dauerthema. Können Messen stattfinden jetzt, unter welchen Voraussetzungen? Jetzt gerade steht im ORF, die Messen, die bis jetzt angekündigt sind, wackeln schon wieder aufgrund der Corona-Ampeln. Und in dem Kontext können Sie immer hören oder lesen, die Veranstalter der Messen und die Veranstalter der Märkte. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist Alltagssprache, nicht? Jemand veranstaltet einen Markt, jemand veranstaltet eine Messe. Nur rechtlich muss man aufpassen, das sind keine Veranstaltungen. Das heißt, bei einer Messe würde ich eher sagen, der Betreiber oder der Organisator oder der Messeunternehmer und beim Markt detto. Das ist eben derjenige, der einen Markt durchführt, abhält, organisiert, aber Veranstaltungen sind das nicht. Und das wird immer auch von den Politikern in einem ganz falschen Kontext geregelt. Und ganz besonders stoßt mich dann auf sozusagen, wenn so wie gestern in den Medien dann steht, auch im ORF, im Zusammenhang mit den Weihnachtsmärkten, naja, das müssen wir uns dann anschauen, sagt in dem Fall die Stadt Wien, hat es gesagt, das müssen wir uns dann anschauen, die Sache mit den Weihnachtsmärkten, und wir müssen uns auch die Konzepte der Veranstalter anschauen. Zwei Dinge dazu. Erstens einmal, es gibt keine Veranstalter bei einem Markt. Das ist eine gewerbliche Tätigkeit. Und zweitens, wir kommen dann gleich drauf, bei einem Markt brauche ich kein Präventionskonzept. Da gibt es keine Konzepte, die ich mir anzuschauen habe. Es sei denn, der Grundeigentümer würde das verlangen, dort, wo der Markt stattfindet. Aber von der Covid-Verordnung her benötigt ein Markt kein Präventionskonzept. Also das muss man hier ganz klar dazu sagen, wenn da geredet wird, wir müssen uns die Konzepte anschauen.
Ja, frage mich schon, welche Konzepte? Oder dann muss man den Durchführenden erst einmal sagen, wir erwarten von euch die und die Konzepte, aber das beruht dann auf jeden Fall nicht auf den Covid-Regeln. Das ist dann irgendeine Sache in Richtung Hausordnung, privatrechtlicher Vereinbarung. Und wissen Sie, diese Dinge werden alle derzeit nicht hinterfragt. Das wird so lapidar drüber gefahren mit Begriffen. Und das ist in einem Rechtsstaat ein bisschen gefährlich, aber das werden wir dann gleich in den Auswirkungen jetzt sehen. Also diese veranstaltungsähnlichen Events sind eben keine Veranstaltungen. Und da gehört noch eine große Gruppe dazu, die sich auch derzeit in den Corona-Vorschriften irgendwie verfangen hat. Das sind die Interaktionen. Interaktionen sind Ereignisse, wo wir kein passives Publikum haben, sondern bei einer Interaktion unternehmen mehrere Menschen etwas miteinander. Also zum Beispiel gemeinsame Wanderung, eine gemeinsame Reise, eine Pilgerfahrt, eine Fahrradausfahrt gemeinsam, wo man keine Zuschauer dabei hat. Das ist keine Veranstaltung. Und hier gibt es zum Beispiel einen Anwendungsbereich, den viele vielleicht kennen oder auch schon gemacht haben. Das sind die Escape Rooms. Das ist auch keine Veranstaltung. Das ist ein Spiel, ein Strategiespiel, wo ich mit Freunden gemeinsam aus einem Labyrinth herausfinden muss. Das ist keine Veranstaltung. Wir werden aber dann gleich sehen, wie der Covid-Gesetzgeber das Ganze sieht. Und da wird es dann gleich problematisch werden. Also dieses traditionelle Veranstaltungsrecht stand, sagen wir mal, Jänner 2020. Das war für uns an sich das Gegebene, wenn es um die Frage gegangen ist, unter welchen Voraussetzungen kann ich Veranstaltungen abhalten. Man konnte hier auf jeden Fall festhalten, wenn man als Veranstalter die verlangten Auflagen erfüllt hat, dann hatte man immer einen Rechtsanspruch auf Genehmigung. Das heißt, im traditionellen Veranstaltungswesen konnte im Grunde keine Behörde sagen, wir genehmigen das einfach so ohne Grund nicht, sondern da mussten dann wirklich massive Gründe dagegen sprechen. Aber ansonsten hatte wirklich jeder, der alle Auflagen erfüllt hat, konnte gewiss sein, dass er diese Veranstaltung oder sie auch durchführen kann. Das hat sich massiv schlagartig gewandelt mit März heuer. Mit März kommt jetzt diese Krankheit ins Spiel und hier haben wir jetzt sofort, ist uns allen bewusst geworden, Gesundheitswesen ist nach unserer Verfassung Bundesangelegenheit. Das heißt, hier waren natürlich Maßnahmen gefordert auf Gesundheitsebene, logischerweise, wenn es um die Eindämmung so einer Pandemie geht. Und Gesundheitswesen ist Bundessache. Das heißt, hier war in erster Linie aufgerufen der Gesundheitsminister, mit den untergeordneten Behörden hier tätig zu werden. Jetzt werfen wir noch einen ganz kurzen Blick ins normale, traditionelle Veranstaltungswesen. Wer sind da die zuständigen Behörden? Weil da gerät derzeit auch ein bisschen was durcheinander bei den Rezipienten. Was ich auch verstehe, weil die Zusammenhänge sind ja durchaus nicht ganz unkompliziert. Weil auch weil Österreich ein Bundesstaat ist und das ist immer etwas komplizierter als bei einem Einheitsstaat. Im traditionellen Veranstaltungsbereich haben wir als Key Player sozusagen auf der obersten Ebene die Landesregierung, weil das ist Landessache. Also aufpassen, nicht der Landeshauptmann, sondern die Landesregierung, seine Landesagenda. Drunter haben wir dann die Bezirkshauptmannschaften und die Magistrate, die hier als Landesbehörden tätig sind in dem Fall und ganz drunter die Bürgermeister der Gemeinden. Das ist der Stufenbau im traditionellen Veranstaltungswesen. Also die Landesregierung, dann die BHs und die Magistrate auf der mittleren Ebene und die Gemeinden. Ich betone es jetzt deswegen, weil da passieren derzeit unglaubliche Vorgänge, die Gemeinden dezidiert keine Zuständigkeit haben im Gesundheitswesen. Die Gemeinden haben Kompetenzen im Veranstaltungsbereich, wo es um kleinere lokale Events geht, aber sie haben dezidiert keine Kompetenz im Gesundheitsbereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Gemeinden von Veranstaltern, die auf ihrem Gemeindegebiet eine Veranstaltung planen oder einen Markt, in dem Fall war es ein Markt,
verlangen, sie wollen gern das Präventionskonzept sehen, dann wird es mir irgendwie schwarz vor den Augen. Weil erstens, bei einem Markt gibt es einmal kein Präventionskonzept. Und zweitens ist die Gemeinde dafür nicht kompetent. Die kann zu Ihnen nicht sagen, wir wollen ein Präventionskonzept sehen, weil die Gemeinde keine Gesundheitsbehörde ist. Und es ist halt einmal so im Rechtsstaat, dass Behörden, Gott sei Dank, nur tätig werden dürfen auf gesetzlicher Grundlage. Also keine Behörde kann sich irgendeine Kompetenz selber anmaßen, die nicht rechtlich fundiert ist. Und im Gesundheitswesen eben können wir die Gemeinden einmal vergessen. Das heißt, wer sind jetzt im Vergleich die Keyplayer im Gesundheitswesen? Da sind wir jetzt in der Bundesmaterie. Da ist es der Gesundheitsminister natürlich als Oberster. Dann haben wir wiederum, das ist in dem Fall, auf der untersten Ebene ist es ident. Auf der mittleren Ebene haben wir die Landeshauptleute. Da ist es dann der Landeshauptmann, weil das eine Bundesagenda ist. Und auf der untersten Ebene, das ist ident, haben wir die BHs und die Magistrate. Also diese Ebene ist doppelt zuständig. Die BHs und die Magistrate sind einerseits zuständig für das traditionelle Veranstaltungswesen und andererseits haben sie Kompetenzen im Gesundheitswesen. Ansonsten sind das verschiedene Behörden. Und hier haben wir auch schon eine Problematik, die wir in Wien zum Beispiel klar erkennen. Wir haben in Wien ja eine zuständige Behörde zum Beispiel für die Veranstaltungen. Das ist die bekannte Magistratsabteilung 36. Und hier stellen wir fest, dass die MA 36 jetzt auch als Gesundheitsbehörde agiert. Das ist ihr aber vom Magistrat in Wien zugewiesen worden. Also das haben sie sich nicht selber arrogiert. Gott sei Dank, das wurde zugewiesen. Wobei wir in Wien verwirrenderweise jetzt zwei Gesundheitsbehörden haben, die zuständig sind. Das ist die MA 15, die immer schon Gesundheitsbehörde war in Wien. Und eben neu die MA 36, die eigentlich für das traditionelle Veranstaltungswesen zuständig ist und denen jetzt die Kompetenz zugewiesen wurde, dass sie die Präventionskonzepte zu überprüfen haben, die von den Veranstaltern und Betreibern eingereicht werden. Das ist schon einmal eine etwas, wie soll man sagen, nicht ganz ideale Situation, wenn zwei verschiedene Behörden für einen Bereich zuständig sind. Und es zeigt sich in Wien auch schon, dass es hier gewisse Kompetenzstreitigkeiten schon gibt, wer dann im Einzelfall zuständig ist. Das ist natürlich dann für die Veranstalter doppelt blöd, wenn wir an sich eh schon so eine schwierige Situation haben. Und dann hat man es noch mit einem Kompetenzkonflikt zwischen den Behörden zu tun. Also im März 2020 tritt das Gesundheitswesen aufs Tapet und muss reagieren auf diese Bedrohung. Wie reagiert man drauf? Als erstes ist natürlich immer die Frage, gibt es eine gesetzliche Grundlage, aufgrund derer man agieren kann? Ja, die hat es gegeben. Gibt es bis heute. Das ist das Epidemiegesetz. Ich bin jetzt an der Spitze der Pyramide, mit der wir es hier zu tun haben. Das Epidemiegesetz stammt aus dem Jahr 1950, ist also auch schon ein bisschen angegraut. Aber wir haben es eigentlich noch nie so massiv gebraucht wie jetzt. Oder zumindest hat die Politik es so entschieden, dass wir es noch nie so massiv gebraucht haben wie jetzt. Dieses Epidemiegesetz von 1950 ist übrigens ein Nachfolgergesetz eines Epidemiegesetzes von 1910, das damals erlassen wurde bei der spanischen Grippe, die in Europa gewütet hat. Das Epidemiegesetz hat natürlich, wie der Name sagt, die Aufgabe, in der Situation einer Epidemie die notwendigen behördlichen Maßnahmen zu ermöglichen. Man hat daher im März einmal von dem Epidemiegesetz Gebrauch gemacht. Und hier ist schon die erste Eigenheit passiert, bereits im März 2020. Und diese Eigenheit zieht sich wie ein roter Faden bis heute durch. Es gibt nämlich im Epidemiegesetz einen Paragraph 15, der mittlerweile zu einiger Berühmtheit auch schon gelangt ist. Und dieser Paragraph 15 nennt sich Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen.
Jetzt ist natürlich jedem klar, wenn es so eine ansteckende Krankheit gibt, ist natürlich das Zusammenströmen größerer Menschenmengen problematisch. Klar, darum gibt es ja auch diesen Paragraph. Wobei das Problem schon darin besteht, dass der Begriff größere Menschenmenge nicht operabel ist. Das ist ja nicht konkretisiert. Wer entscheidet, was eine größere Menschenmenge ist? Sind es 10 Menschen, 20, 100, 1000? Also das müsste ja eigentlich in irgendeiner Weise präzisiert werden. Ist es aber nicht. Das heißt, der Gesundheitsminister hat da schon mal einen unglaublichen Spielraum. Also der kann freihändig sagen, 10 Leute sind eine größere Menschenmenge oder 100 oder 1000. Wenn man dann in diesen Paragraph 15 hineinliest, im Wesentlichen geht es da dann darum, dass der Gesundheitsminister durch Verordnung gewisse Maßnahmen treffen kann. Das ist der Sinn dieses Paragraph 15. Also inhaltlich regelt er relativ wenig. Er sagt aber, der Gesundheitsminister kann eben, wenn es zu so einer Situation kommt, durch Verordnung Maßnahmen anordnen. Das hat er ja dann auch gemacht und zwar vor allem dann, das haben Sie ja alle mitverfolgt, seit April mit den diversen Lockerungsverordnungen, wo man dann diesen Lockdown, der da verfügt worden ist, im März dann schrittweise wieder so ganz langsam aufgemacht hat. Wenn man in diesen Paragraph 15 reinliest, ist der Text aber dann wesentlich präziser eigentlich als der Titel. Und das Maßgebende ist ja eigentlich immer der Text und nicht der Titel. Im Text heißt es nämlich nicht mehr nur mehr größere Menschenmengen, sondern der Text spricht nur mehr von Veranstaltungen. Also der Text sagt, wenn es Veranstaltungen gibt, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen bedingen, dann kann der Minister durch Verordnung das und das und das regeln. Also das fokussiert sich auf Veranstaltungen. Jetzt hätte man normalerweise angenommen, Veranstaltungen werden ja von den Landesgesetzen definiert, dass man sich an die Definitionen hält. Also, dass man sagt, naja, Veranstaltungen sind eben Darbietungen vor Publikum. Weit gefehlt. Der Gesundheitsminister erlässt im März 20 einen Erlass, der bis heute gilt. Der ist dann auch hier abgedruckt, wenn Sie nachlesen wollen nachher. Und da schreibt er hinein, Veranstaltungen bedeuten im Gesundheitswesen was ganz anderes als im Veranstaltungswesen. Das geht viel weiter, der Begriff. Wobei er nicht genau sagt, wie weit er geht. Aber aus den folgenden Beispielen kann man dann erkennen, dass hier Dinge einbezogen werden, wo wirklich mehrere Menschen zusammenkommen, was aber nichts mehr zu tun hat mit Darbietungen. Also ich sage Ihnen nur das berühmte Beispiel, das bis heute in der Covid-Verordnung steht, Begräbnisse werden hier als Veranstaltungen definiert. Oder Jugendarbeit. Wenn ein Lehrer mit seinen Schülern einen Ausflug macht, ist das für die Covid-Regelungen eine Veranstaltung. Jetzt weiß ich schon, in der Alltagssprache sagt man dazu Schulveranstaltung, ja, wenn die Schüler mit dem Lehrer reisen. Nur das hat mit einer Veranstaltung genauso wenig zu tun wie eine Reiseveranstaltung. Das sind eben historische Begriffe. Das sind keine Darbietungen, aber hier wird das allen Ernstes einbezogen. Und durch diese Unschärfe kommen wir dann, wenn es um die konkreten Regelungen geht, in unglaubliche Abgrenzungsprobleme, weil wir eigentlich nie genau wissen, wo beginnt jetzt im Sinne des Gesundheitsrechts eine Veranstaltung und wo endet sie. Ich werde Ihnen dann ein paar sehr griffige Beispiele dafür nennen, wenn wir die Lockerungsverordnung durchgehen. Also unsere Problematik beginnt sozusagen schon im März 20 mit der Auslegung des Paragraph 15 Epidemiegesetz. Das Epidemiegesetz beinhaltet auch Strafbestimmungen. Das ist ganz wichtig, auch natürlich jetzt in der Gegenwart, wenn Menschen sich eben gesundheitsgefährdend verhalten, kann es Verwaltungsstrafen geben, die allerdings erstaunlich gering sind. Das geht maximal bis 2.180 €, wobei die Regelstrafe ist sogar mit 1.450 gedeckelt. Also das ist für so Gesundheitsgefährdungen eigentlich eine sehr geringe Strafe.
Wer könnte so eine Strafe nach dem Epidemiegesetz zum Beispiel ausfassen? Naja, zum Beispiel jemand, der weiß, dass er Corona-positiv ist und lustig auf ein Event geht. Der könnte so eine Strafe zum Beispiel ausfassen, weil er eben andere massiv gesundheitlich gefährdet. Oder so eine Strafe könnte ausfassen ein Präventionsbeauftragter, der seine Aufgaben nicht wahrnimmt. Also der nicht kontrolliert, ob das Präventionskonzept eingehalten wird bei dem Event, sondern der halt an der Bar steht und mittrinkt und mit ein bisschen Schlagseite dann durch den Eventbereich wankt. Der könnte auch so eine Strafe nach dem Epidemiegesetz bekommen. Es fehlen uns hier natürlich noch weitgehend die Präzedenzfälle. Die Präzedenzfälle, die wir wirklich haben, die haben ja eher gespielt im Alltagsbereich. Das haben sie alles in den Medien verfolgt. Das waren die Leute, die bestraft worden sind im April, im Mai, weil sie zu knapp auf einer Bank gesessen sind, im öffentlichen Raum zum Beispiel, oder eng umschlungen auf der Straße gegangen sind. Wobei diese Fälle ja, wie Sie sicher gehört haben, ja durch den Verfassungsgerichtshof dann relativiert wurden. Der hat ja einige Bestimmungen dann aufgehoben. Und die Politik ist jetzt gefordert, was macht man mit diesen verhängten Strafen, die auch bezahlt worden sind von den Betroffenen und wo nachher der Gerichtshof gesagt hat, die Regelungen waren nicht in Ordnung. Also da, glaube ich, wird eine Art Amnestie kommen müssen, weil man sonst quasi diese Strafzahlungen nicht rückgängig machen kann. Aber wie gesagt, das Epidemiegesetz gibt an sich die Grundlage für Bestrafungen, wenn jemand gegen die einschlägigen Regeln verstößt. Also zum Beispiel auch könnte man so jemanden bestrafen, derzeit, der im Supermarkt ohne Maske einkaufen geht. Also das wäre an sich möglich. Wobei die Handelsbetriebe ja jetzt erst übrigens gesagt haben, sie sehen sich nicht als Polizei. Das habe ich gestern gelesen, eine große Handelskette, die gesagt haben, wann bei uns jemand ohne Maske einkaufen geht, dann weisen wir den Betreffenden höflich darauf hin, aber das war's dann auch. Das heißt, wenn der das ignoriert, passiert gar nichts. Dann kauft der weiter ohne Maske ein. Finde ich auch ein bisschen problematisch. Also normal würde ich schon sagen, der Supermarkt hat das Hausrecht und könnte natürlich diese Person ganz leicht aus dem Supermarkt verweisen. Weil irgendwo ist natürlich nicht einzusehen, dass die quasi die braven Leute alle mit der Maske einkaufen. Es ist eh lästig genug. Und dann gibt es halt ein paar, die halten sich nicht dran, quasi willkürlich, also nicht aus gesundheitlichen Gründen und dürfen trotzdem weiter einkaufen. Aber zum Glück soll uns das hier jetzt nicht beschäftigen, weil das mit dem Eventbereich nichts zu tun hat. An sich, also wenn da jemand eine Anzeige machen würde und die Polizei ruft, könnte diese Person eben bestraft werden nach dem Epidemiegesetz. Wir haben eine zweite gesetzliche Grundlage dann dazu bekommen, sehr schnell, schon im April, und zwar das Covid-19-Maßnahmengesetz. Das Covid-19-Maßnahmengesetz gilt auch bis heute und hat aber das Epidemiegesetz nicht wirklich ersetzt, sondern besteht jetzt neben dem Epidemiegesetz. Und das ist allein schon eine etwas verwirrende Situation, weil das Covid-19-Maßnahmengesetz nämlich einige wichtige Bestimmungen des Epidemiegesetzes außer Kraft gesetzt hat, aber das restliche Epidemiegesetz bestehen gelassen hat. Was zum Beispiel völlig außer Kraft gesetzt wurde schon im April, sind alle Regelungen betreffend Entschädigungen. Das war ja das politisch ganz heiße Themen. Wenn jetzt die Unternehmen geschlossen werden durch den Lockdown, können die dann von der Republik Entschädigungen eigentlich verlangen? Also das hätte ja alle Handelsbetriebe betroffen damals und natürlich auch die Veranstalter etc. Und nach dem Epidemiegesetz wäre das nämlich an sich denkbar gewesen. Und da hat man ganz schnell das Covid-19-Maßnahmengesetz gemacht und gesagt, diese Bestimmungen werden außer Kraft gesetzt. Also das ist ja auch, sagen wir mal, etwas nicht ganz Unbedenkliches im Rechtsstaat. Da haben wir 70 Jahre lang ein Gesetz, das für den Fall erlassen wurde, dass so eine Pandemie entsteht. Und das Gesetz sagt, na ja, Entschädigungen sind an sich angebracht, wenn Unternehmen von den Behörden geschlossen werden.
Und dann, wenn es nach 70 Jahren dazu kommt, macht man schnell ein neues Gesetz und sagt, na doch nicht, das heben wir wieder auf, gibt keine Entschädigungen. Das ist natürlich vom rechtsstaatlichen her auch diskutierbar, wird auch diskutiert. Man hat natürlich das dann ersetzt durch diese diversen Förderungen, auf die aber niemand einen Rechtsanspruch hat. Das ist der große Unterschied. Nach dem Epidemiegesetz hätte jeder einen Rechtsanspruch gehabt, der geschlossen wurde. Und nach diesen diversen Fonds und Förderungsmaßnahmen, Härtefallfonds etc., gibt es keinen Rechtsanspruch. Übrigens ist da was völlig Absurdes passiert. In einem Tiroler Bezirk wurden im April noch Hotels gesperrt auf Verfügung des Bezirkshauptmanns nach dem Epidemiegesetz. Und der hat den Fehler gemacht, also jetzt aus Sicht der Oberbehörden, dass er diese Hotelschließungen begründet hat mit dem Paragraph 15, pardon, mit dem Paragraph 20 Epidemiegesetz. Und der Paragraph 20 Epidemiegesetz, der wurde dann durchs Covid-Gesetz quasi ersetzt. Der sieht Entschädigungen vor. Das heißt, aufgrund dieses Anführungszeichen Fehlers des Bezirkshauptmanns, im Grunde war es kein Fehler, er hat genau das Korrekte gemacht, können jetzt in diesem einen Bezirk in Österreich die Hoteliers Entschädigungen verlangen von der Republik. Nur in dem einen Bezirk. Also das ist auch so eine kleine Nebenabsurdität dieser Maßnahmen, die hier getroffen wurden. Was beinhaltet das Covid-19-Maßnahmengesetz? Hier muss man vom Titel her vielleicht schon etwas dazu sagen. Ich muss da, wie Sie merken, immer schon ein bisschen schmunzeln, wenn ich den Titel lese, weil ich habe ja vor unvordenklicher Zeit einmal an der Universität in Wien Rechtswissenschaft studiert. Ich glaube aber, dass die Dinge, um die es hier geht, sich bis heute eigentlich nicht geändert haben. Und im Jusstudium haben wir immer gelernt, dass in einem Rechtsstaat Maßnahmengesetze verpönt sind. Also man hat es immer genannt Maßnahmen oder Anlassgesetze. Das heißt, man hat immer gelehrt, Gesetze haben die Aufgabe, völlig abstrakt und allgemein gewisse Dinge zu regeln, so wie es das Epidemiegesetz eh macht im Grunde. Aber man darf oder man sollte in einem Rechtsstaat nicht Gesetze erlassen aufgrund konkreter Vorfälle. Genau das hat man aber hier gemacht und man nennt es auch noch so. Covid-19-Maßnahmengesetz. Das heißt, Sie erkennen daraus, also Generationen von Juristen haben das eigentlich gelernt, dass man das nicht machen soll. Und jetzt macht man es aber und nennt es auch noch so. Das heißt, es wurde in dieser Covid-Corona-Situation mit einigen ganz schwerwiegenden Paradigmen gebrochen. Das ist eines davon. Und aufs andere werden wir dann auch noch zu sprechen kommen. Das ist natürlich die persönliche Freiheit und die Grundrechte, die im Grunde genommen dann durch eine Verordnung ausgehebelt wurden. Und das war ja auch der Grund, warum dann der Verfassungsgerichtshof eingegriffen hat, weil das gar nicht geht, dass eine Verordnung Grundrechte aussetzt. Genau das ist in der Corona-Situation dann passiert. Dieses Covid-19-Gesetz beinhaltet im Wesentlichen eigentlich auch nur Verordnungsermächtigungen wieder für den Gesundheitsminister und betrifft eben die Fälle, wo der Minister dann das Betreten bestimmter Betriebsstätten untersagen kann, zwecks Erwerb von Waren und Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Also auch dieses Covid-19-Gesetz ermöglicht ein jederzeitiges Herunterfahren oder Lockern von gewissen Vorschriften. Hier haben wir ja auch das Problem, wenn Sie schauen, im Paragraph 2 Covid-19-Maßnahmengesetz ist immer nur die Rede davon, dass der Minister Maßnahmen ergreifen kann betreffend das Betreten bestimmter Orte. Da hat man dann auch gestritten drüber, na, was sind bestimmte Orte? Ist es eine einzelne Gemeinde? Ist es ein einzelner Betrieb in einer Gemeinde? Ist es ein politischer Bezirk? Was ist ein bestimmter Ort? Und der Gesundheitsminister hat aber, wie er diesen Lockdown verfügt hat, über das gar nicht näher nachgedacht, sondern hat gleich gesagt, ganz Österreich ist ein bestimmter Ort und wir fahren ganz Österreich nach dem Paragraph 2 Covid-Gesetz runter.
Und auch da hat der Verfassungsgerichtshof im Nachhinein gesagt, das geht so nicht. Österreich ist kein bestimmter Ort, sondern hier hätte man genau präzisieren müssen, zumindest für welche Bezirke gilt das. Weil es hat ja auch im April 20 nachweislich Bezirke gegeben mit keinem einzigen Infektionsfall. Und da hätte er wahrscheinlich diesen Lockdown eigentlich nicht bundesweit deckend verfügen dürfen. Was wir auch aus dem Covid-Gesetz erkennen können, ist, dass die Polizei aufgerufen ist, hier in diesem Bereich vollziehend tätig zu werden und überwachend. Das heißt im Klartext, die Polizei kann zum Beispiel aus Gesundheitssicht Veranstaltungen kontrollieren, kann kontrollieren, ob die Mindestabstände eingehalten werden, ob das Covid-Präventionskonzept eingehalten wird, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Und die Polizei könnte dann natürlich auch Maßnahmen ergreifen, kann Anzeigen erstatten, könnte auch Personen an Ort und Stelle entfernen aus einer Veranstaltung. Also das ist doch wichtig zu wissen, Paragraph 2a, Sie sehen schon 2a eingefügt, dass die Polizei die Kompetenz hat, im Gesundheitswesen hier einzugreifen. Jetzt werden viele sagen, na, das ist doch selbstverständlich. Die Polizei haben wir ja dazu, dass sie den Gesetzen zum Durchbruch verhilft. Das ist ja quasi unser Freund und Helfer, der nach Recht und Ordnung schauen muss generell. Wozu muss man denn das so betonen, dass die Polizei da tätig werden darf im Gesundheitsbereich bei Events? Naja, das ist schon wichtig, weil was viele nicht wissen, die Polizei hat ja bei uns, Gott sei Dank, sage ich einmal, keine allumfassende Kontroll- und Überwachungskompetenz. Die hat sie vielleicht, ich weiß es nicht, bin jetzt vielleicht ungerecht, die hat sie vielleicht in Weißrussland oder in Nordkorea, aber nicht bei uns. Bei uns hat die Polizei wirklich nur die Kompetenzen, die ihr durch Gesetz punktuell zugewiesen sind. Und drum ist diese Zuweisung hier wichtig. Weil wir haben zum Beispiel ja ganz wesentliche Bereiche in Österreich, wo die Polizei nicht kontrollieren darf. Und zwar, viele glauben es ja gar nicht, das ist der Nichtraucherschutz. Beim Nichtraucherschutz hat die Polizei sich herausreklamiert, hat gesagt, wir haben die personellen Ressourcen nicht, das auch noch zu kontrollieren. Und daher ist für die Einhaltung des Nichtraucherschutzes, das betrifft natürlich auch Veranstaltungen, so nebenbei gesagt, ist nur zuständig die Verwaltungsbehörde. Also wenn bei einem Event einer sich eine Zigarette anzündet im Zuschauerraum, dann können sie anrufen bei der Bezirkshauptmannschaft und das melden, was besonders erfolgreich sein wird, wenn das am Sonntagabend ist. Weil da wird sicher wer abheben bei der Bezirkshauptmannschaft. Die Polizei können sie nicht rufen, weil die werden ihnen sagen, Tabakgesetz sind wir nicht zuständig. Also wichtig hier zu wissen, die Polizei ist im Covid-Corona-Bereich zuständig für Kontrollen. Es gibt natürlich auch nach diesem Gesetz Strafbestimmungen bis zu 3.600 Euro, wobei das eine spannende Frage dann auch sein wird, wenn Leute gegen solche Corona-Bestimmungen jetzt verstoßen, können die dann doppelt bestraft werden nach dem Epidemiegesetz und nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz? An sich gibt es keine Ausschlussregelungen in den beiden Gesetzen. Also theoretisch wäre es möglich. Das ist derzeit noch gar nicht so wirklich absehbar, dass der dann doppelt bestraft wird nach beiden Gesetzen. Ja, soweit hätten wir jetzt einmal die gesetzlichen Grundlagen und ich würde dann in der Folge gerne mit Ihnen diese derzeit geltende Lockerungsverordnung durchbesprechen, die ja die Regeln definiert, unter denen derzeit Veranstaltungen, Märkte, Messen etc. stattfinden dürfen. Vielleicht nutzen wir die kurzen, ja, da wir gerade genau. So einen Block haben. Wollte ich gerade, ja. Bitte um Fragen. Bitte, ja, bitte. Mal Fragen zu den gesetzlichen Grundlagen. Ja, Frage. Bitte. Ich bin mit einer Kollegin da im Interesse des, der Kirchen und speziell der Dommusik, Sie haben es schon vorher erwähnt, Sie haben es gesehen. Könnten Sie noch speziell zu Kirchen und Kirchenbesuchen etwas sagen? Komme ich dazu? Ja, da kommen wir jetzt im Zuge der Covid-Verordnung dazu.
Gut, Okay. dass ich es weiß, ja. Und auch im Speziellen zur Ausübung der Kirchenmusik. Vielleicht, wenn Ihnen da was einfällt dazu. Ja, schauen wir, ob mir was einfällt. Und Okay. dann ist ja heute diese Corona-Ampel in Kraft getreten. Was verändert sich da jetzt? Was kommt da neu dazu? Es ist ja Ja. so, ich habe das jetzt durchgelesen, da wird unterschieden zwischen Veranstaltungen mit zugewiesenen Plätzen und mit nicht zugewiesenen Plätzen. Wie kann man das behandeln in der Kirche? Ja, da sitzt man zwar in einer Bank, aber da gibt es keine Nummern und keine Tickets und so weiter. Auch das Anlegen von Besucherlisten wird nur empfohlen, das ist also nicht verpflichtend. Könnte man wahrscheinlich auch nicht durchführen in der Kirche. Es ist so, also in der Kirchenmusik, für uns ist die Instanz die Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz gibt für uns verbindliche Richtlinien heraus, die sich natürlich orientieren an den gesetzlichen Vorgaben. Mir fällt nur manchmal auf, dass es auch da Divergenzen gibt zwischen den gesetzlichen Vorgaben und dem. Also es ist teilweise strenger ausgeregelt, teilweise wenn irgendwas Neues dazukommt, wird das nicht gleich eingearbeitet. Also wir haben jetzt gültige Regeln vom 27. Juli. Ja, das ist nicht ganz das Ja, Letzte, ja, da haben Sie genau. recht, ja. Da wird Ja. sicherlich in den nächsten Tagen dann was Neues kommen, aber wir haben jetzt zum Beispiel am Sonntag im Stephansdom wieder eine musikalische Untermalung der Messe und da wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, wie wir uns da jetzt verhalten sollen, ob das jetzt schon die Änderungen dieser Corona-Ordnung von heute eigentlich irgendwas Neues vorgeben würde. Ja, also ich werde auf das zu sprechen kommen, wobei ich eins gleich vorwegnehmen möchte. Es gibt ja in diesen Corona-Bestimmungen dann gewisse Ausnahmebereiche. Also die Verordnung sagt zum Beispiel ganz eindeutig, sie gilt nicht für den wissenschaftlichen Betrieb. Also zum Beispiel jetzt die Donau-Uni mit ihren Lehrveranstaltungen im universitären Bereich ist von der Covid-Verordnung überhaupt nicht betroffen. Das ist generell ausgenommen. Wobei, was ist in solchen Fällen? Also was gilt da dann? Hier muss man ganz klar sagen, hier hat an sich dann der Betreiber, also eben der Erhalter der Universität, hat das Hausrecht und kann natürlich, muss nicht, er kann im Rahmen des Hausrechts zum Beispiel dann Regelungen für den Bereich der Uni treffen. Also das Einfachste wäre natürlich, wenn der Universitätserhalter sagt, wir wenden bei uns die Covid-19-Lockerungsverordnung an. Das wäre das Allereinfachste. Da müssen wir nicht lange irgendwas erfinden. Aber es könnte eben auch die Universität oder jede Universität freihändig sagen, wir erstellen jetzt folgende Hausordnung zum Betrieb unter den Corona-Vorzeichen in unserem Haus. Und bei den Kirchen haben wir an sich einen ähnlichen Bereich. Das schaue ich mir dann separat an. Die Veranstaltungen, die im Rahmen religiöser Messen stattfinden, also innerhalb sozusagen der Kultushandlungen, die haben einen Sonderstatus. Also die gelten ja nicht als Unterhaltungsdarbietungen. Da schauen wir dann in die Verordnung separat hinein. Also wenn im Rahmen zum Beispiel eben einer katholischen Messe Musik aufgeführt wird, das hat einen Sonderstatus. Wenn aber, und das muss man ganz klar sagen, wenn in einer Kirche außerhalb einer Messe Musik aufgeführt wird, dann ist es eine ganz normale Veranstaltung. Also dann finden wir uns in den ganz normalen Bestimmungen des Paragraph 10 wieder. Und da geht es dann eben ja um zugewiesene Plätze, ja oder nein. Aber wie gesagt, im engeren religiösen Bereich, bei Musik, die während einer Messe aufgeführt wird, sind wir wahrscheinlich ein bisschen privilegiert. Aber das schauen wir uns dann auch gemeinsam an, wenn Sie ein bisschen Geduld haben. Ja, gibt's ja zur Ampel. Das ist natürlich ein ganz heißes Thema, weil diese Ampel verfolgt uns ja jetzt schon seit Monaten. Diese Ampel soll es ja ermöglichen, durch vier verschiedene Ampelschaltungen zu reagieren auf epidemiologische Herausforderungen. Und ich finde es halt unglaublich witzig, wenn jetzt in den Medien heute überall groß steht, die Ampel tritt heute in Kraft oder mit heute beginnt die Ampel und da gibt es eine schöne Homepage, wo man schauen kann, welche Ampelfarbe hat welcher Bezirk. Man muss hier klar dazu sagen, es fehlt für die Ampel derzeit komplett die gesetzliche Grundlage.
Also diese Ampel, das ist halt derzeit ein netter Versuch. Das kann eine Empfehlung sein. Ja, sie deklarieren es ja auch an sich hintergründig als Empfehlung. Nur ein bisschen tut man schon so, als wäre das schon wirksam. Also die Ampel wird frühestens rechtlich verbindlich in Kraft treten mit Ende September. Da tritt der Nationalrat wieder zusammen und da ist geplant, dass eben das Epidemiegesetz und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden sollen. Und im Zuge dieser Änderungen möchte man die Ampel einbauen. Und da ist also offenbar geplant, dass es Verordnungsermächtigungen geben soll in dreifacher Richtung. Einerseits für den Gesundheitsminister für ganz Österreich, dann zusätzlich für die Landeshauptleute für den Bereich eines Bundeslandes und für die Bezirkshauptleute für den Bereich eines Bezirks. Und da wird es jetzt natürlich spannend, weil da muss man jetzt dann aber auch genau regeln in den Verordnungen, wer ist wann zuständig. Das heißt, wann reagiert jetzt der Bundesminister auf eine Ampelsituation und wann der Bezirkshauptmann? Weil das darf sich ja nicht widersprechen, das wäre ja ein Desaster. Und vor allem muss festgelegt werden, welche Konsequenzen sind mit welcher Ampelfarbe verbunden oder können mit welcher Ampelfarbe verbunden sein, besser gesagt. Das muss ja auch noch präzisiert werden, das ist bis heute nicht der Fall, erstaunlicherweise, obwohl jetzt seit Monaten über die Ampel geredet wird. Aber es ist nicht klar, was bedeutet Gelb konkret, was bedeutet Rot konkret, Orange konkret, Grün konkret. Das muss alles noch präzisiert werden. Und das wird noch ein steiniger Weg, weil auch da geht es um den Eingriff in Grundrechte wieder, wo jetzt der Verfassungsgerichtshof natürlich sehr stark drüber wacht. Und zum Glück ist jetzt, kann man sagen, in dieses Gesetzgebungsverfahren auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts stärker eingeschaltet, der eigentlich in jede Gesetzgebung eingeschaltet sein sollte. Den hat man aber leider bis zum September weitgehend links liegen gelassen bei diesen ganzen Regelungen. Und jetzt könnte man bösartig sagen, so lesen sich die auch, wenn man in die Lockerungsverordnung schaut. Also wir hoffen, dass das im September jetzt besser wird, Ende September präziser. Man muss aber ganz klar auch eines schon sagen, jedem Veranstalter, Planungssicherheit ist ein Thema von gestern. Die gibt es nicht mehr. Weil so wie es jetzt geplant ist, kann sich die Ampelfarbe in jedem Bezirk in Österreich wöchentlich ändern. Und das kann natürlich dann bedeuten, wenn es von, ich sage einmal, von Orange auf Rot springt, dass zum Beispiel eine Veranstaltung dann mit 500 Besuchern nicht möglich ist. Weil dann eben vielleicht drinsteht, wenn die Ampel rot ist, darf man nur bis 100 Besuchern veranstalten. Wäre möglich, wird man sehen, was da kommen wird. Das heißt, eine Planungssicherheit für größere Veranstaltungen gehört nach der Ampelregelung der Vergangenheit an. Das muss jedem Veranstalter klar sein, zumindest bei jeder halbwegs größeren Veranstaltung. Aber Ende September werden wir mehr wissen. Darum, ich verstehe auch durchaus, dass viele Veranstalter in einer reinen Abwarteposition sind, vor allem auch die Messebetreiber. Ich sage nur Stichwort Messe Wien. Die machen absolut nichts derzeit. Aber auch Kongressveranstalter, die ja überhaupt durch die Lockerungsverordnung fast gelähmt sind, da komm ich gleich drauf zu sprechen, die sind alle in einer Abwarteposition, weil sie sagen, wir haben Monate Vorlauf und das ist bei so einer Ampelregelung nicht machbar, weil wir quasi wöchentlich erfahren können, das geht jetzt nicht und vielleicht in 3 Wochen geht es wieder und nach 5 Wochen geht es wieder nicht. Also so kann man keine Veranstaltung planen. Also die Ampel wird uns noch beschäftigen, aber erst ab Ende des Monats, frühestens. Ja, gibt es noch Fragen zu den gesetzlichen Grundlagen? Ja, jo, ich hätte eine Frage. Entschuldigung. Bitte. Ich bin in zweierlei Gebieten tätig. Das eine ist im Kulturbereich Chormusik. Da basteln wir uns jetzt gerade Probenpläne, die irgendwie ans Musikschulwesen angelehnt sind. Das heißt aber auch, das sind keine Veranstaltungen, sondern wenn wir einen Auftritt organisieren, dann ist es eine Veranstaltung. Genau, die Probe selber ist eigentlich, ich sage jetzt eigentlich, noch keine Veranstaltung.
Allerdings kann ich es Ihnen nach der Covid-Verordnung nicht garantieren. Also wenn Sie jetzt bei der Hotline anrufen vom Gesundheitsministerium und sagen, wir haben da eine Probe mit 50 Chormitgliedern ohne Publikum, ist das eigentlich eine Veranstaltung, dann kann es Ihnen passieren. Also erstens können Sie einmal völlig abweichende Antworten kriegen, das wissen wir auch. Und das kann Ihnen passieren, dass der sagt, ja, ja, das ist auch schon eine Veranstaltung, weil da finden sich ja x Leute zusammen, die gemeinsam ja, etwas proben. Das ist auch schon eine Veranstaltung, wenn die da alle zusammenstehen. Normal würde ich sagen, nein, nie und nimmer, weil kein Publikum dort ist. Es hat übrigens, die Covid-Verordnung hatte ja Regelungen auch über den Probebetrieb, die es mittlerweile wieder aufgehoben haben. Also das ist ja auch ein ständiges Hin und Her. Normal würde ich sagen, die Probe ist noch keine Veranstaltung. Mhm. Natürlich sollte man bei der Probe trotzdem sich überlegen, wie kann ich das sicher machen? Das ist eh klar. Aber jetzt rein rechtlich gesehen, die Probe noch nicht eigentlich. Nein, aber das tut man eh. Und wenn wir uns ans Musikschulwesen anlehnen, weil wir auch in der Musikschule beheimatet sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dass man dann ja, also Sie sind wahrscheinlich auf einer ganz guten Seite, wobei ich würde Ihnen da generell raten, das gilt aber jetzt überhaupt für jeden, es gibt ja vom Gesundheitsministerium offizielle Empfehlungen für die quasi für die Erstellung von Präventionskonzepten und welche Kartellen man da anwenden sollte. Und also an sich gelten die Empfehlungen ja nur für die Erstellung von Präventionskonzepten, aber man kann sie natürlich auch anwenden darüber hinaus, wenn man kein Präventionskonzept erstellen muss. Und diese Empfehlungen, die findet man im Internet. Wir haben sie aber auch sehr übersichtlich in dem E-Book abgedruckt von der WKO. Wenn Sie sich an die halten, die haben ungefähr 30 Seiten, es gilt nicht alles für jeden. Also man muss jetzt nicht erschrecken, viele brauchen ja dann nur einige dieser Empfehlungen, dann sind Sie 100% auf der sicheren Seite. Weil wenn man die Empfehlungen, ja, das sind die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums zur Erstellung und Einhaltung von Präventionskonzepten. Findet man wahrscheinlich irgendwie kompliziert auf der Homepage. Ganz einfach findet man es in unserem E-Book. Da ist es einer der Hauptteile drin. Und da sind Sie 100% sicher, wenn Sie das einhalten. Weil das Ministerium muss dem folgen, was Sie selber empfehlen. Nicht? Zweite Frage, ähnlich gelagert. Ich bin hauptberuflich beim österreichischen Kneippbund. Und dort treffen sich Leute, die halt turnen. Also es ist jetzt nicht wesentlich anders als wie Sänger. Aber dort findet meistens das im Freien statt. Ist das eine Veranstaltung? Also gemeinsam turnen ohne Zuschauer ist sicher keine Veranstaltung. Okay. Das unterliegt auch, in der... Auch wenn es im Kreiswesen stattfindet. So. Das ist egal, aber Sie haben ja keine geplantermaßen anwesende Zuschauer, nehme ich mal an. Ne? Eben. Überhaupt. Und wenn da beim Zaun einer reinschaut, das sind keine Zuschauer. Das gemeinsame Sportbetreiben unterliegt in der Covid-Verordnung dem Paragraph 8. Da werden wir auch kurz hineinschauen. Super, Dankeschön. Gut, gibt es noch Fragen zu den... Bitte. Sie haben vor das... Entschuldigung, Herr Kitzberger vorher, ich danach. Sie haben vorhin erwähnt bezüglich Polizei und Zuständigkeit und dass es in der... im Covid-Maßnahmengesetz extra geregelt ist. Also ich habe gerade aktuell einen Fall, das ist auch ein freiwilliger Verein, Musikverein, und bin diesbezüglich auch mit unserer Bezirkshauptmannschaft in Abstimmung. Und wir haben zum Beispiel mitgeteilt, dass auch an den Wochenenden das zuständige Journaldienst über die Polizei erreichbar ist. Also so kann man die Bezirkshauptmannschaft auch an einem Freitag auf Nacht oder am Sonntag genauso erreichen. So hat es mir die Bezirkshauptfrau zum Beispiel mitgeteilt. Okay, klingt gut, ja. Also Sie meinen auch, falls einer raucht beim Event, nicht? Gut zu wissen, okay. Aber das ist halt ein Journaldienst, ja. Also was der dann halt wirklich veranlassen kann, ist die zweite Frage, nicht? Weil ich kenne das von anderen Journaldiensten, die sagen dann gern, rufen sie am Montag wieder an, nicht? Aber es ist zumindest ein Ansatz, ja. Also gut zu hören, dass das gibt, ja. Wobei es interessant wäre, ob jede BH das hat. Das wäre natürlich auch interessant, ja. Und das zweite, die Frage im Eigentlichen ist, also
Präventionskonzept, ja, wenn das abgesegnet ist und wenn man das nach bestem Wissen und Gewissen einhalten kann oder auch eingehalten wird, hat man dann trotzdem irgendeine Rechtssicherheit für die Folgen, mit Ausnahme der, dass man halt einfach keine Strafe nicht kriegt. Aber für die Auswirkungen der Besucher zum Beispiel, was gibt es da irgendwelche Leitfäden, wie dann die kontagiösen Kontakte eingestuft werden oder was auch immer, ja? Na, Sie haben da schon eine gewisse Rechtssicherheit, weil wenn die Behörde Ihnen ein Präventionskonzept genehmigt, auf das kommen wir ja jetzt gleich, wir greifen jetzt schon vor, dann müssen Sie ja einerseits in dem Präventionskonzept ohnehin also gewisse Vorgangsweisen ja geregelt haben, wie verhält man sich bei einer Infektion oder bei einem Verdacht auf eine Infektion mit Isolierraum und so weiter und so fort. Und wenn die Behörde das genehmigt hat, und diese Präventionskonzepte sind ja im Regelfall zu genehmigen durch die Behörden, dann sind sie auch zivilrechtlich so weit abgesichert, dass man ihnen keine Sorglosigkeit vorwerfen kann. Und damit, also sollte jetzt jemand Schadenersatz von ihnen verlangen, der zum Beispiel sagt, ich habe mich angesteckt bei ihrem Event, dann fällt auf jeden Fall der Haftungsteil Rechtswidrigkeit weg. Weil bei einem genehmigten Konzept, wenn sie das eingehalten haben, mehr ist ihnen nicht zumutbar. Dann kann niemand, der einen Schaden erleidet, dort Ihnen vorwerfen, Sie hätten sorglos gehandelt. Also zivilrechtlich ist es schon eine sehr starke Absicherung, ein genehmigtes Präventionskonzept. Also aber vielleicht gehen wir die Verordnung einmal durch, wenn ich vorschlagen darf, weil das sind jetzt alles Dinge, die schon vorausgreifen. Ich hätte nur noch eine kurze Frage, hallo. Bitte. Und zwar, weil Sie immer geredet haben von, das, was eine Veranstaltung ist, was keine Veranstaltung ist. Und wenn jetzt zum Beispiel eben Proben keine Veranstaltungen sind. Aber was bedeutet das dann? Was ist das und welchem Gesetz unterliegt das dann? Ja, gute Frage. Also wenn man zum Schluss kommt, eine Probe ist keine Veranstaltung, dann kommt man zum Schluss, dass die Covid-19-Lockerungsverordnung dafür nicht gilt. Das heißt, hier sind Sie selber berufen, sich zu überlegen, wenn überhaupt, ja oder nein, welche Maßnahmen treffen wir, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Verordnung selber gilt in dem Fall nicht. Aber okay. Die gilt in vielen Fällen nicht. Also es gibt erstaunlich, zum Beispiel, Sie werden es nicht glauben, am öffentlichen Grund gilt sie derzeit nicht, weil der Verfassungsgerichtshof den Paragraph 1 aufgehoben hat. Am öffentlichen Grund gilt derzeit die Verordnung nicht. Sie können mit jedem eng umschlungen durch die Fußgängerzone in Krems spazieren. Gilt nichts derzeit am öffentlichen Grund. Also es gibt viele Bereiche, wo die Verordnung nicht gilt. Bei der Probe wäre das dann auch der Fall. Okay, danke. Ja, also ich würde dann an sich, jetzt muss ich fragen, brauchen Sie eine Pause oder können wir durchmachen? Weil sonst läuft uns fürchtlich die Zeit ein bisschen davon. Durchmachen. Machen wir durch? Machen, okay. Ja, jetzt muss ich auch die Veranstalter fragen, liebe Frau Bauer. Ja. Sind wir sklavisch gebunden an 18 Uhr? Oder? Nein. Wir sehen es dann, wenn uns die Teilnehmer wegbrechen und niederbrechen. Oder wenn ich ihnen wegbreche, okay. Genau. Also, okay, wir sind nicht sklavisch. Okay, weil ja, dadurch, dass wir so viele haben, könnte schon sein, dass wir vielleicht ein bisschen überziehen müssen, ja? Ja. Schauen wir. Darf ich Folgendes vorschlagen? Sie schauen, dass Sie Ihren Vortrag wirklich bis 18 Uhr zu Ende bringen. Ja. Und wir machen eine große Fragesession dann, weil ich glaube, viele haben vielleicht Detailfragen, die wirklich nur ihre spezielle Situation betrifft. Und das ist vielleicht etwas, was man dann im 1:1 noch besprechen kann. Das machen wir. Das heißt, ich bespreche jetzt einmal die Verordnung in einem Stück kurz durch. Und dann schließen wir eine Fragerunde an. Und ich darf natürlich sehr gerne anbieten, wenn jemand von Ihnen dann weiterführende Probleme hat, die Sie mit mir besprechen wollen, das können wir natürlich heute nicht alles abdecken. Sie können sich sehr gerne mit mir dann auch individuell in Verbindung setzen. Da müssen wir uns halt dann verständigen, wie wir das dann machen, wenn Sie gröbere Probleme haben oder Konzepte brauchen. Das machen wir uns dann schon aus. Mhm. Aber Sie können auf jeden Fall dann auch unabhängig davon an mich herantreten. Ich glaube, die Kontaktdaten stehen eh überall. Also das sollte nicht das Problem sein. Gut. Eine Frage, ganz kurz, nur, dass Sie das im Hintergrund behalten. Ich sehe, jemand hat eine Frage gestellt, weil er kein Mikro hat
und nur im Chat die Frage gestellt. Ja, bitte. Ja, und nämlich. Zwar, wie wird der Paragraph 10 Absatz 11 Ziffer 1 definiert? Ich organisiere sehr viele private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage und es stellt sich hier die Frage, wie wird das genau abgegrenzt, denn im Paragraph steht ausgenommen Veranstaltungen im privaten Wohnbereich. Ja, komme ich gleich. Wir kommen dazu. Da komme ich dazu. Bitte notieren Sie sich's vielleicht und erinnern Sie mich, falls Sie den überspringen, ja, den 10.11.1. Genau. Bitte. Nur zur Sicherheit. Die zweite Frage war, ob es für Deutschland auch ein Buch entsprechend dem Leitfaden der WKO gibt. Keine Ahnung. Also da muss ich echt passen. Ich habe so die Hände voll zu tun mit Österreich, dass ich das nicht verfolge. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also da wird man googeln müssen, ja. Kann ich Ihnen nicht sagen. Normalerweise sind die in solchen Dingen wesentlich schlechter organisiert wie wir, weil sie im Veranstaltungsbereich sowas wie die Wirtschaftskammer nicht haben. Der Veranstaltungsbereich unterliegt in Deutschland keiner gesetzlichen Kammer. Die sind nur verbandsmäßig organisiert und dadurch total zersplittert. Also ich nehme an, einmal sowas wie unser E-Book, würde ich einmal fast tippen, wird es nicht geben. Aber man muss halt schauen, was es gibt. Ja, also diese Lockerungsverordnung legt jetzt die ganz aktuellen gültigen Maßnahmen fest, unter denen man derzeit Veranstaltungen, Messen, Märkte, Kongresse durchführen darf. Sie ist selber schon unglaublich oft geändert worden. Sie haben das ja alle mitverfolgt. Im Mai, im Juni, im Juli, im August zuletzt hat es die Änderung gegeben. Und das Beste war sogar Anfang August, ist sie an zwei Tagen hintereinander zweimal geändert worden. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt, weil man nämlich am ersten Tag ein paar Dinge vergessen hatte und die hat man am nächsten Tag noch hineingepackt. Da fragt man sich, wie kann denn sowas passieren? Wenn eine Rechtsvorschrift geändert wird, da vergisst man Dinge, die holt man am nächsten Tag nach. Das ist nicht sehr professionell, ja, es ist es auch nicht. Also warum sowas passieren kann und überhaupt diese Verordnung so viele Lücken hat und teilweise völlig unklare Formulierungen, dürfte daran liegen, das hat man in einem Nebensatz einmal gehört aus dem Ministerium, in einem Nebensatz, der aber bei mir alle Alarmglocken hat schrillen lassen. Und zwar wurde scheinbar die Verordnung teilweise von externen Beratern geschrieben. Also nicht von den Beamten des Ministeriums, da würde man ja annehmen, die wissen, wie man Verordnung schreibt, sondern von externen Beratern. Ich würde es jetzt gar nicht näher hinterfragen, aber es wäre eine Erklärung, warum das teilweise so, entschuldigen Sie, so stümperhaft formuliert ist. Ich hoffe, jetzt geht nicht wieder wer los auf mich. Das habe ich einmal gehabt beim Roten Kreuz, da hat man mir dann Regierungsbashing vorgeworfen. Das möchte ich nicht. Ich meine das auch nie parteipolitisch, wenn ich so eine Kritik äußere, sondern wirklich als Jurist, also als Fachmann, wenn ich das lese, dann muss ich teilweise sagen, das ist ganz schlecht formuliert. Aber ich komme gleich drauf. Wenn wir die Verordnung von Anfang an durchgehen, sie ist eh relativ kurz. Also nicht erschrecken, wenn ich jetzt sage, Paragraph 1, sie hat eh nur 13 Paragraphen. Also so schlimm ist das jetzt nicht. Der Paragraph 1 ist einmal natürlich insofern wichtig, als der befasst sich mit den öffentlichen Orten. Die öffentlichen Orte sind natürlich die Straßen, Plätze, die Parkanlagen, Fußgängerzonen, Flussufer, wo Menschen sich aufhalten. Und wenn Sie an die Dinge eben denken, derzeit Wien-Donau-Kanal oder an den diversen Flussufern in den Städten in Österreich, da spielt sich ja ganz schön ab, auch mit illegalen Partys etc. Jetzt hat hier der Verfassungsgerichtshof die Regelungen, die es gegeben hat, bis August aufgehoben. Vorher hat ja gegolten am öffentlichen Ort 1 Meter Mindestabstand. Noch vorher, können Sie sich sicher noch erinnern, hat es eine Regelung gegeben, es dürfen höchstens 10 Leute gemeinsam beisammenstehen. Da hat übrigens auch der Gerichtshof dann gesagt, das geht gar nicht, das ist eine Einschränkung der Grundrechte. Der öffentliche Ort gehört jedem, das kann eine Verordnung so nicht einschränken. Wie gesagt, das hat dazu geführt, dass wir jetzt gar keine Regelung haben. Das heißt, der öffentliche Ort ist derzeit nicht geregelt. Sie können sich am öffentlichen Ort verhalten, wie Sie glauben. Kann kein Polizist Sie strafen. Wenn Sie eng zusammen gehen, nebeneinander auf einem Bankerl sitzen,
oder auch wie immer. Oder wenn zum Beispiel eine Demonstration stattfindet, eine genehmigte politische Kundgebung, 20.000 Personen, da muss kein Mindestabstand eingehalten werden, so wie es vorher war im Juli noch. Da muss keiner eine Maske tragen. Übrigens, da muss es kein Präventionskonzept geben, keinen Präventionsbeauftragten. Also am öffentlichen Ort geht derzeit alles. Und das betrifft zum Beispiel auch durchaus jetzt gewisse Veranstaltungen. Wenn Sie zum Beispiel eine Laufveranstaltung veranstalten durch eine Stadt, wo auf einem Kurs gelaufen wird durch die Stadt, das ist alles am öffentlichen Grund. Das heißt, da gibt es im Grunde keine Regelung. Jetzt entsteht natürlich dann die gute Frage, na, was ist mit den Zuschauern, die da am Rand stehen und zuschauen? Jetzt gibt es viele solche Laufveranstaltungen, da gibt es aber keine geplanten Zuschauer. Das sind zum Beispiel die diversen Businessläufe, wo Firmen gegeneinander laufen. Das wird auch gar nicht beworben, dass man zuschauen soll, weil da eh keine bekannten Leute mitrennen und weil sich das zeitlich sehr stark streut. Also das wäre ja auch urlangweilig, da zuzuschauen. Das ist gar nicht das Thema, dass es da Zuschauer geben soll. Und hier haben wir zum Beispiel die Situation, dass man sagen muss eigentlich, eine solche Laufveranstaltung am öffentlichen Ort kann ohne Einschränkungen eigentlich durchgeführt werden. Also ganz ohne Einschränkungen nicht. Natürlich brauchen Sie Straßenabsperrungen etc. Also die traditionellen Maßnahmen, Straßenverordnung und so weiter, Straßenverkehrsordnung, die muss man treffen. Aber jetzt rein aus Gesundheitssicht kann ich so eine Veranstaltung ohne Zuschauer eigentlich ohne Probleme durchführen. Hier kommen wir zum Beispiel zu ganz erstaunlichen Aussagen seitens der Behörden. Es gibt ja auf der Seite Gesundheitsministerium, viele von Ihnen werden das schon gesehen haben, gibt es diese FAQs, seitenlange FAQs, wo Fragen beantwortet werden vom Ministerium. Jetzt einerseits ist das natürlich gut. Es ist gut, dass es solche FAQs gibt und viele dieser Antworten sind auch durchaus gut, die da gegeben werden. Es sind aber auch Antworten dabei, die atemberaubend sind. Es gibt da zum Beispiel auf der FAQ-Seite einen Querverweis zum Sportbereich und da gibt es dann eigene FAQs vom Sportministerium und da steht zum Beispiel drin, dass bei einer Laufveranstaltung, das steht wirklich drin, die Läufer die Besucher sind. Das heißt, die vertreten dort die Meinung, eine Laufveranstaltung ist ja eine Veranstaltung ohne zugewiesene Sitzplätze, logischerweise, wenn Leute laufen. Und da wird allen Ernstes die Meinung vertreten, Laufveranstaltungen sind nur bis zu 200 Läufern zugelassen, weil das sind die Läufer, die Besucher. Und da raubt es einen also den Atem, weil die Läufer bei einer Laufveranstaltung sind klassische Protagonisten, das sind die Darbietenden, das sind niemals Besucher. Und es sagt sogar die Covid-Verordnung selber bei den Veranstaltungen, jene Personen, die für die Durchführung oder für das Zustandekommen der Veranstaltung erforderlich sind, zählen nicht in die Besuchergrenzen hinein. Jetzt würde ich sagen, na, der Läufer ist essentiell notwendig bei einer Laufveranstaltung, weil ohne Läufer gibt es keine Laufveranstaltung, den kann ich doch nicht in die Besucher einrechnen. Steht aber wortwörtlich in diesen FAQs. Wobei, ein kleiner Scherz noch am Rande, diese FAQs hat auch keiner überarbeitet. Da steht noch immer drin 100 Personen. Das ist der Stand von Juli. Also es hat auch niemand auf 200 ausgebessert, Stand August. Und solche Meinungen werden da vertreten von amtlichen Stellen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn Sie in so einer Position sind als Veranstalter, stellen Sie sich auf die Hinterbeine. Das müssen Sie nicht akzeptieren. Das ist atemberaubend falsch. Und das muss man dann auch einer Behörde gegenüber vertreten. Es hat der Verfassungsgerichtshof so vieles schon aufgehoben an diesen Regelungen. Da muss man mutig sein. Man muss das nicht schlucken, wenn eine Behörde Ihnen sagt, ein Sportler ist ein Besucher. Das ist völlig absurd. Also nur so viel zu dem Thema, auch was da teilweise an Antworten gegeben werden. Zum Beispiel nur ein kleiner Bereich auch noch, um Ihnen das zu zeigen. Das Ministerium hat zum Beispiel auf seiner Seite bis heute stehen, und das hat übrigens die Wirtschaftskammer 1:1 übernommen in ihren FAQs,
Da steht drauf, Fremdenführungen sind Veranstaltungen. Das kann nicht sein. Eine Fremdenführung ist ein reglementiertes Gewerbe nach der Gewerbeordnung. Nach der Logik wäre jeder Baumarkt auch eine Veranstaltung. Es kann nicht sein, dass ein Gewerbe eine Veranstaltung ist. Steht wortwörtlich drauf, wie immer. Der Paragraph 2 befasst sich mit den Kundenbereichen der Unternehmen. Das ist typisch gezielt auf die Verkaufsflächen der Supermärkte, der Friseure, der Einzelhandelsgeschäfte, der Handyshops. Also wenn Sie eben ein Unternehmen betreten, wo ein Kundenbereich besteht, wo Sie reingehen können, um bedient zu werden, da gilt dieser Paragraph 2 und der ist derzeit sehr liberal geregelt, derzeit noch, nämlich nur 1 Meter Mindestabstand. Die Maskenpflicht haben wir derzeit nur in ganz engen Ausnahmefällen, das wissen Sie, in Apotheken, dort wo Lebensmittel gehandelt werden, Krankenhäusern, aber sonst die Kundenbereiche, wenn Sie in den Baumarkt reingehen, in die Buchhandlung, da haben Sie nur den 1 Meter Abstand. Übrigens, dieser 1 Meter Abstand zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Verordnung. Es wird zum Beispiel in der ganzen Verordnung nicht definiert, wie der 1 Meter zu messen ist. Das wird nicht definiert. Wenn Sie in die FAQs schauen, da steht dann einmal drin, das wird von Sitzmitte zu Sitzmitte gemessen. Jetzt frage ich Sie, wie messe ich Sitzmitte in einem Kundenbereich, wo die Leute gehen? Was mache ich da mit einer Sitzmitte? Dann gibt es auch die Meinung, kann man auch nachlesen in den FAQs, das wird von Körpermitte zu Körpermitte gemessen. Da wünsche ich mir nicht, dass zwei sehr korpulente Leute nebeneinander stehen, weil da habe ich schnell den Meter mit der Körpermitte, ohne dass die auseinanderrücken müssen, die beiden. Also wir vertreten eigentlich die Meinung, da bin ich nicht allein, dass wir sagen, das kann nur die lichte Weite gemeint sein. Also von mir aus mit angelegten Armen, mindestens 1 Meter Abstand von Körperextremität zu Körperextremität. Das kann dann die Schulter sein, das kann der Bauch sein, das hängt dann von der Statur der Leute ab. Und übrigens sollte man das auch rundherum messen. Das Ministerium sagt immer nur seitlich. Ja, und da kann man von hinten einer dann in den Kragen husten, aus 20 Zentimeter, weil man nur seitlich misst. Das kann es ja auch nicht sein. Also es kann vernünftigerweise nur so gelesen werden, dass das eine lichte Weite rund um die Personen ist. 1 Meter. Wird auch, glaube ich, jeder vernünftige Mensch so interpretieren. Es zieht sich dann übrigens wie ein roter Faden durch die Verordnung immer 2 Ausnahmemöglichkeiten, wo man den Meter nicht einhalten muss. Die eine Ausnahmemöglichkeit sind immer Personen, die im gemeinsamen Haushalt miteinander leben. Die müssen den Meter nicht einhalten. Das haben wir zum Beispiel hier bei den Kundenbereichen. Also wenn ich mit meiner Frau in die Buchhandlung gehe, dann dürfen wir Schulter am Büchertisch stehen und stöbern, okay? Weil wir leben Gott sei Dank noch im gemeinsamen Haushalt. Da stellt sich ja übrigens auch die Frage, wie soll man denn das kontrollieren, bitte? Wenn ich jetzt die Buchhandlung leite, wie soll ich das kontrollieren, ob die 2, die da eng aneinander stehend Bücher schmökern, miteinander leben? Soll ich da einen Meldezettel dann verlangen? Selbst das wäre ja kein Indiz, nicht? Wenn Leute wo gemeldet sind. Also das sind ja allein schon Vorschriften, die nicht vollziehbar sind. Ja? Und das zieht sich durch diese gesamte Verordnung. Die 2. Ausnahme, die es bei dem Meter immer wieder gibt, nicht hier, nicht beim Kundenbereich, ist die gemeinsame Besuchergruppe. Die poppt auf in der Gastronomie und bei den Veranstaltungen. Nämlich Leute, die einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören, müssen auch den Meter nicht einhalten. Das wird aber nicht konsequent durchgezogen. Also zum Beispiel da bei den Kundenbereichen gibt es die gemeinsame Besuchergruppe nicht. Und dann gibt es manchmal umgekehrt nur die gemeinsame Besuchergruppe und nicht die miteinander Lebenden. Also auch das ist schlampig, weil meines Erachtens würden diese 2 Ausnahmen konsequent durchgezogen gehören. Das kann ja nicht sein, dass ich zum Beispiel dann bei einer Veranstaltung, wenn jemand meiner gemeinsamen Besuchergruppe angehört und das ist in Wahrheit ein völlig Fremder, der nur mit mir gemeinsam reist, da muss ich den Meter nicht einhalten und meiner eigenen Frau gegenüber, weil die ist nicht genannt in der Ausnahme, müsste ich ihn einhalten. Da würde ja jeder Vernünftige sagen, das ist ja völliger Irrwitz, das kann ja nie sein.
Aber eben in der Covid-Verordnung ist das alles möglich. Dann gehen wir weiter, da kann ich jetzt einiges überspringen, was wir für unseren Bereich nicht brauchen in der Verordnung. Wir kommen schon zur Gastronomie. Die Gastronomie ist natürlich insofern wichtig, weil sie so oft auch mit Events gekoppelt ist. Muss aber nicht sein. Also es kann eine reine ausschließliche Gastronomie natürlich sein oder eine Gastronomie, die sich koppelt mit einer Veranstaltung. Das sind zwei Paar Schuhe. Bleiben wir zuerst bei der reinen Gastronomie. Das heißt, es sitzen nur Menschen beisammen oder stehen beisammen, die essen und trinken gemeinsam. Es gibt keine Darbietungen. Was übrigens nicht stört, ist eine leise Musik aus dem Lautsprecher. Das ist noch keine Darbietung. Aber es gibt keine Live-Performance, keine Künstler, keine Live-Musik, keinen DJ. Also eine reine Gastronomie. Die reine Gastronomie ist derzeit ziemlich liberal geregelt. Das kann sich übrigens alles jetzt in Kürze ändern. Weil Sie haben vielleicht heute auch in den Medien gelesen, diese Ampelkommission würde jetzt schon empfehlen, dass in den Handelsbetrieben wieder die Maske eingeführt wird. Also das wäre der Paragraph 2, 1 Meter plus Maske. Und im Gastgewerbe sollten die Kellner wieder Masken tragen nach den derzeitigen Empfehlungen. Das ist aber natürlich ohne, dass die Verordnung geändert wird, ist es nur eine Empfehlung. Also ist noch nicht vorgeschrieben. Derzeit ist der Paragraph 6 noch ganz liberal. Das heißt, wir haben eine Gesundheitsöffnungszeit von 5 Uhr früh bis 1 Uhr früh, die im Gastgewerbe jetzt geregelt ist. Diese Öffnungszeit darf man nicht verwechseln mit den echten Gastronomieöffnungszeiten. Diese echten Öffnungszeiten sind ja vom Landeshauptmann geregelt im jeweiligen Bundesland. Die gehen ja bis 6 Uhr früh zum Beispiel im Barbereich. Gesundheitsrecht sagt aber, um 1 Uhr früh ist Schluss. Also das ist ja das Riesenproblem der sogenannten Nachtgastronomie, weil die eben nach 1 Uhr früh nicht offen haben dürfen, laut Gesundheitsrecht. Und hier überlagert natürlich das Gesundheitsrecht die traditionellen Vorschriften. Ansonsten gibt es in der Gastronomie jetzt keine großen Einschränkungen. Das heißt, es muss niemand eine Maske tragen, weder der Kellner noch der Gast. Zwischen den Tischen muss 1 Meter Abstand sein. Das ist das Einzige, was vorgeschrieben ist. Am Tisch selber, interessanterweise, gibt es keinen Mindestabstand. Also Sie können die Leute an den Tischen auch ganz eng an eng, Schulter an Schulter platzieren. Gibt es keinen Mindestabstand. Es gibt auch kein Personenlimit pro Tisch. Das hat es ja, wenn Sie sich erinnern, im Mai gegeben. Da hat es ja mal eine Regelung gegeben, höchstens 4 Leute an einem Tisch. Das gibt es alles schon lange nicht mehr. Also Sie können auch einen 100er Tisch machen. Und nur wenn die Personen dann aufstehen, um zum Beispiel auf die Toilette zu gehen oder zum Buffet zu gehen, dann müssen sie den Mindestabstand dann, sobald sie aufstehen, einhalten. Aber an sich am Tisch ist es sehr liberal alles geregelt. So, jetzt muss ich da nur bei mir ein Stück weiter rollen. Und da haben wir zum Beispiel auch diese Absurdität. Ja, wenn ich im Gasthaus jetzt am Tisch sitze, ich sitze mit jemandem ganz eng, Schulter an Schulter und esse und trinke dort. Und dann stehe ich auf, weil ich aufs Klo gehen muss. Dann muss ich laut Verordnung, wenn jetzt andere auch aufstehen und aufs Klo gehen, den 1 Meter Abstand halten. Ausgenommen, das sind Leute meiner Besuchergruppe. Also wenn ich mit Vereinskollegen zum Beispiel dort bin, muss ich den Abstand dann zu denen nicht einhalten, wenn ich auf die Toilette gehe. Aber der Ehepartner ist nicht ausgenommen. Das heißt, wenn der Ehepartner auch vor Ort ist, der aber nicht dieser Besuchergruppe angehören würde, ist aber eher die Frage, wie man das interpretiert, dann müsste ich zu meiner eigenen Frau den Abstand einhalten, aber zum Vereinskumpel nicht. Also das sind Dinge, das kann man in Wahrheit nicht ernst nehmen, sondern da ist einfach die Verordnung schlampig gemacht worden und da hat man den Ehepartner einfach vergessen in dem Fall. Hier übrigens entsteht auch die Frage sehr gerne, was ist eigentlich eine gemeinsame Besuchergruppe?
weil die hat ja immer die Konsequenz, dass der Abstand nicht eingehalten werden muss. Auch bei den Veranstaltungen grundsätzlich. Und hier, das wird ja in der Verordnung überhaupt nicht definiert, weil praktisch gar nichts definiert wird. Hier muss man wohl eindeutig sagen, eine gemeinsame Besuchergruppe kann sich niemals ad hoc vor Ort bilden. Also es können sich jetzt nicht Leute verabreden und sagen, wir sind jetzt eine gemeinsame Besuchergruppe und lustig ist und wir gehen da ganz eng herum in dem Areal, sondern eine gemeinsame Besuchergruppe muss sich durch organisatorische Maßnahmen im ausreichenden zeitlichen Vorfeld gebildet haben. Entweder selbst organisiert, also ich habe mit Freunden vereinbart, wir treffen uns in dem Lokal, oder es organisiert ein Dritter das Ganze. Zum Beispiel Kongressteilnehmer besuchen gemeinsam ein Restaurant. Oder es handelt sich auch um Personen, die eindeutig als gemeinsame Gruppe erkennbar sind. Zum Beispiel Vereinsangehörige, die alle die identen Leiberln anhaben. Aber wie gesagt, ad hoc vor Ort kann sich eine gemeinsame Besuchergruppe nicht bilden. Was jetzt auch noch wichtig ist bei der Gastronomie, ist die Selbstbedienung, / Buffetbetrieb. Das war ja lang verboten, ist dann im Sommer geöffnet worden, ist jetzt wieder möglich. Und zwar also auch wirklich Selbstbedienung durch den Kunden. Die Verordnung sagt nur, es müssen bei der Ausgabestelle spezielle Hygienevorkehrungen getroffen werden, wobei die Verordnung nicht sagt, welche. Das kann man jetzt verschieden interpretieren. Auf jeden Fall ist Selbstbedienung / Buffetbetrieb wieder möglich. Und das ist insofern wichtig, weil das dann auch bei Selbstbedienung bei Veranstaltungen gilt. Wenn die Leute von ihrem Platz zum Beispiel aufstehen und sich am Buffet etwas zum Essen und Trinken holen. Hier muss man auch noch dazu sagen, was die Verordnung nicht haben möchte, also das ist nicht erlaubt, dass direkt an der Ausgabestelle gleich konsumiert wird. Also was ich darf nicht zum Buffet gehen, mir ein Viertel Wein holen an der Ausgabestelle und dort unmittelbar stehen bleiben, vielleicht gemeinsam mit anderen gleich plaudern und gleich das Viertel Wein trinken. Sondern die Verordnung sagt, es muss ein ausreichender Abstand eingehalten werden zur Ausgabestelle. Wir sagen, da ist halt gemeint, zumindest muss ich so weit wegstehen, dass ich nicht quasi mit ausgestreckten Armen das Glasl gleich wieder zurückstellen kann. Also man wird wahrscheinlich meinen, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter Abstand. Hier würde ich jeden Gastronomen auch empfehlen, stellen Sie ein Schild hin, eine Tafel, gut angebracht, dass nicht gleich der Wind verweht, wo draufsteht, bitte keine Konsumation innerhalb von 4 Metern rund um die Ausgabestelle. Also hier kann jeder Gastronom dann wirklich selber regeln, was heißt ausreichend. Und das sollte man dann auch machen. So viel zum Thema Gastronomie. Wir kommen dann schon zu den Veranstaltungen. Oder nein, warten Sie, nicht zu schnell. Veranstaltungen ist erst der Paragraph 10. Wir kommen zuerst noch kurz zum Bereich Sport. Da gibt es auch viele, viele Missverständnisse und auch wenn Sie diese FAQs vom Sportministerium lesen, wird da teilweise in einer Weise interpretiert, die durch die Verordnung selber nicht gedeckt ist. Und das kann man nicht machen. Also man kann nicht eine Verordnung quasi mit Fantasie befüllt kommentieren. Das geht nicht. Gültig ist nur der Rechtstext und man darf nichts hineininterpretieren, was durch die Verordnung nicht gedeckt ist. Das Erste, um was es hier geht, ist das Betreten der Sportstätten. Also wer mit Betreten übrigens, wenn die Verordnung Betreten heißt, das ist auch so eine Feinheit, dann meint sie nie jetzt wirklich nur das Betreten, wenn ich reingehe, sondern sie meint mit Betreten auch den Aufenthalt dort, wenn ich dort herumgehe im Fitnesscenter oder am Tennisplatz und wenn ich auch wieder rausgehe. Also das meinen sie mit Betreten, quasi das Herumgehen am Ort. Ist mit Betreten gemeint. Und da verweist jetzt der Sportparagraph einfach auf den Paragraph 2 Kundenbereiche. Das heißt, ich halte einfach den 1 Meter Abstand ein. Ausgenommen ist wieder meine Ehefrau, meine Partnerin.
oder die Person, mit der ich gemeinsam lebe, da muss ich es nicht einhalten. Ansonsten kann ich mich mit dem 1 Meter Abstand in der Sportstätte völlig frei bewegen. Wo wir eine Ausnahme haben, also wo man den Mindestabstand nicht einhalten muss, und das ist relativ neu, das ist dann erst im Sommer wieder geregelt worden, sind jene Sportarten, wo es Körperkontakt gibt, also Fußball, Handball, Basketball, Eishockey und so weiter, beziehungsweise auch Sportausübungen, die im Rahmen von Vereinen stattfinden. Da muss der Meter nicht eingehalten werden. Und hier muss es aber dann dafür ein Covid-19-Präventionskonzept geben. Wobei man in der Verordnung dann nachlesen kann, was muss dieses Konzept mindestens beinhalten. Ich will das jetzt da nicht vorlesen. Sie können das alle selber lesen. Was interessanterweise im Sportbereich nicht erforderlich ist, und da stellt man sich auch die Frage, ist das eigentlich Absicht oder ist Ihnen das passiert? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Es ist kein Covid-Präventionsbeauftragter notwendig, sondern Sie brauchen hier nur, wenn Sie Vereinssport machen, Fußball zum Beispiel, brauchen Sie ein Präventionskonzept, aber keinen Beauftragten. Jetzt frage ich Sie, was hat denn das für einen Sinn? Ein Konzept hat ja nur einen Sinn, wenn es wen gibt, der kontrolliert, ob das eingehalten wird. Jetzt wird man natürlich sagen, naja, der Verein wird im eigenen Interesse dann jemanden bestellen, der kontrolliert, dass das eingehalten wird. Würde ich auch wirklich jedem empfehlen, aber die Verordnung sieht es nicht vor. Also ich könnte normal sagen, ich habe ja ein schönes Konzept, schau, das liegt da in der Schublade, und kontrollieren tut es in Wahrheit niemand, ob das eingehalten wird. Wir haben dann einen zweiten Fall, wo im Sportbereich ein Präventionskonzept notwendig ist. Das ist im Profisport. Also ich sage nur Stichwort Fußball-Bundesliga, die jetzt dann wieder beginnt. Im Profisportbereich, Spitzensport, brauche ich auch ein Präventionskonzept. Und hier brauche ich zusätzlich einen Arzt, der regelmäßig Testungen vornimmt. Wobei hier auch interessant ist, auch in diesem Spitzensportbereich ist kein Covid-Beauftragter notwendig. Jetzt möglicherweise hat man gedacht, der Arzt nimmt das wahr. Es gibt eher, muss eher einen Arzt geben, der Testungen vornimmt. Nur ich persönlich glaube nicht, dass ein Arzt bereit sein wird, die Rolle eines Covid-Beauftragten zu übernehmen. Da wird jeder Arzt sagen, meine Aufgabe ist die Testung, da habe ich genug zu tun. Ich kann um Gottes Willen nicht einhalten, dass das nicht kontrollieren, dass das Konzept eingehalten wird. Also auch da haben wir irgendwie ein bisschen eine komische Lücke. Ich würde hier auch jedem Sportverein oder jedem Veranstalter dringend raten, freiwillig einen Covid-Beauftragten zu bestellen. Dann komme ich schon zum Paragraph 9. Das ist jetzt was sehr Interessantes. Das ist der Paragraph, bevor es um die Veranstaltungen geht. Und der Paragraph 9 befasst sich titelmäßig mit sonstigen Einrichtungen. Aber wenn man dann hineinliest, geht es um den Freizeitbereich. Also es geht hier in Wahrheit um die Freizeitbetriebe. Genannt ist der Besucherbereich von Museen. Genannt sind Ausstellungen, Bibliotheken und eben sonstige Freizeiteinrichtungen, die sonst in der Verordnung nicht genannt sind, weil zum Beispiel die Bäder haben einen eigenen Paragraph, die sind nicht gemeint. Aber ich würde zum Beispiel sagen, Sportwettenunternehmen, Tanzschulen, Fitnessbetriebe zum Beispiel sind solche Freizeitbetriebe oder eine Minigolfanlage. Das sind typisch solche Freizeitbetriebe. Hier haben wir eine ganz liberale Regelung. Hier haben wir wieder nur den 1 Meter Mindestabstand. Ausgenommen Lebensgefährten und sonst nichts. Das heißt, auch bei sehr großen Freizeitbetrieben brauche ich kein Präventionskonzept, keinen Covid-Beauftragten. Übrigens, kurzer Blick zurück, auch bei der Gastronomie brauche ich das nicht. In der Gastronomie, selbst bei Großgastronomie, brauchen Sie niemals ein Präventionskonzept und niemals einen Covid-Beauftragten. Das ist auch eigenartig, ja.
weil bei Veranstaltungen brauchen Sie es bei ab 200 Besuchern. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine Großgastronomie, Schweizer Haus in Wien, Mühlenbräu in Salzburg, da haben wir locker über 1000 Leute, brauche ich das alles nicht. Und da ist die Ansteckungsgefahr mindestens so hoch in Wahrheit wie bei einer Veranstaltung. Woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gastronomie-Hotellerie eine sehr starke, effektive Lobby hat in Österreich. Also Sie nehmen das eher auch in den Medien wahr. Wenn es den Wirten schlecht geht, muss die Politik sofort tätig werden. Also um Gottes Willen, die Gastwirte, da muss man sofort was machen. Da schaltet sich der Kanzler persönlich ein. Und drum sind die Regelungen für die Gastronomie meistens erträglicher als für die anderen Bereiche. Und drum werden auch wahrscheinlich bei einer Ampelfarbe rot, das ist jetzt eine Hellseherei von mir oder auch nicht, werden wahrscheinlich die Events wesentlich schneller wieder geschlossen werden als die Gastronomie. Weil die Gastronomie halt immer den Vorrang hat. Ja, so viel zum Thema, also dass hier auch ungleich behandelt wird. Übrigens hat man sich bei der Gastronomie ein kleines Eigentor noch geschossen, das muss ich auch noch anmerken. Und zwar in dem Paragraph 6, oder man muss eins noch dazu sagen, diese ganze Covid-Verordnung kümmert sich in keiner Weise um Abgrenzungen, zum Beispiel nach dem Veranstaltungsgesetz oder nach der Gewerbeordnung. Das ist für die Covid-Verordnung kein Thema. Die sagen, wir erfinden das Radl neu, wir definieren das alle aus einem Gesundheitsbereich heraus, ganz egal, wie das sonst geregelt ist. Also die setzen sich über diese sonstigen Kategorisierungen völlig hinweg. Wenn man allerdings den Paragraph 6 liest und auch den SIMA, das ist die Hotellerie, erkennt man, dass hier eindeutig das Wording aus der Gewerbeordnung übernommen wurde. Weil im Paragraph 6 heißt es eindeutig, er gilt für alle Betriebsarten der Gastronomie. Und das sind Begriffe aus der Gewerbeordnung, die Betriebsarten der Gastronomie. Und das hat zum Beispiel zur Folge, das hat man sicher nicht bedacht, dass der ganze Paragraph 6 nicht gilt für kostenlos angebotene Gastronomie. Und das ist ja ein Thema vielfach im Jugendbereich, Kindergärten, Jugendzentren, wo zum Beispiel die Eltern selber Gastronomie anbieten, unentgeltlich, wo natürlich auch Hygienethemen genauso entstehen. Aber diese Gastronomie ist ja nicht gewerbsmäßig und die ist daher aus dem Paragraph 6 der Verordnung komplett ausgenommen. Also wenn beim Kindergartenfest Brötchen verabreicht werden und Getränke ausgeschenkt von den Eltern, dann muss man die Covid-Verordnung nicht anwenden. Also dann kann ich ja bei der Ausgabestelle stehen bleiben und mein Viertel gleich dort trinken, weil da gilt der Paragraph 6 nicht. Hat man sicher nicht bedacht, ja, weil man das nur auf die gewerbliche Gastronomie fokussiert hat. Ja, zurück zu den Freizeitbetrieben. Also die sind sehr liberal geregelt. Wir haben nur den Meter Abstand, wir haben keine Besucherobergrenzen und keine sonstigen Kartellen. Und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungen. Und da kommen wir jetzt in eine andere Welt. Da merken Sie sofort, da wird es jetzt viel strenger. Da haben wir Personengrenzen, da haben wir den Meterabstand, da haben wir dann Präventionskonzepte, da haben wir den Covid-Beauftragten und viele, viele Vorkehrungen. Und der Paragraph 10 beginnt einmal damit, dass er definiert, was ist eine Veranstaltung. Das ist insofern schon ein bisschen eigen und es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, man hätte es nicht definiert, wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, weil die Verordnung sonst ja auch nicht definiert, was ist was. Der Begriff Freizeitbetrieb wird ja auch nicht definiert im Paragraph 9. Leider hat man sich bemüßigt gefühlt, die Veranstaltung zu definieren im Paragraph 10. Und da hat man genau eben diesem Erlass gefolgt aus dem März, in dem praktisch fast alles eine Veranstaltung ist. Also hier werden Beispiele genannt. Kulturelle Veranstaltungen ist okay, Sportveranstaltungen, Hochzeiten ist in Ordnung, Filmvorführungen, dann kommen komischerweise wieder die Ausstellungen, wo man sich fragt, na was jetzt? Ist die Ausstellung jetzt ein Freizeitbetrieb oder eine Veranstaltung? Komme ich gleich dazu.
dann werden genannt Vernissagen, Kongresse, das ist alles in Ordnung. Aber leider steht halt auch dabei Begräbnisse. Das ist absolut schräg, Begräbnis als Veranstaltung. Und dann stehen Dinge dabei, Angebote der außerschulischen Jugenderziehung. Da frage ich Sie, was ist da dran, eine Veranstaltung? Oder Jugendarbeit, da stellen wir eher vor, Sozialarbeiter zum Beispiel. Also das sind Dinge jetzt umfasst, wo man eben wirklich sagen muss, das sind eigentlich nicht wirklich Veranstaltungen. Und das ganz Befremdliche ist, dass überhaupt definiert wird, Veranstaltungen sind nämlich nicht nur Darbietungen. Der Begriff Darbietung kommt gar nicht vor, nämlich in dieser Definition, sondern hier steht, es sind geplante Zusammenkünfte zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Und hier komme ich jetzt zum Beispiel in das Dilemma, wenn ich sage, na gut, es verabreden sich 100 Menschen, dass sie gemeinsam durch einen Wald laufen, ohne Zuschauer, zur körperlichen Ertüchtigung. Dann kann ich natürlich jetzt nach der Verordnung sagen, na, das ist eine Veranstaltung. Weil die 100 Leute laufen ja durch den Wald, um sich gemeinsam zu ertüchtigen. Im normalen Definitionssinn ist das niemals eine Veranstaltung. Das ist eine Interaktion. Da gibt es ja keine Zuschauer. Und man stellt sich da natürlich jetzt auch die Frage, na, wo liegt aber da jetzt auch die Personengrenze? Wenn man jetzt sagt, das ist eine Veranstaltung, na, ab wie viel Personen ist das auch schon eine Veranstaltung, wenn ich nur mit meinem Freund zu zweit durch den Wald renne? Da haben wir uns ja auch vereinbart, dass wir das gemeinsam machen zur Ertüchtigung. Darauf gibt diese Verordnung natürlich überhaupt keine Antwort. Es gibt nach unten hin keine Grenze. Und jetzt, Sie werden lachen, ich habe mir ein paar Mal den Spaß gemacht und habe bei der Corona-Hotline angerufen im Gesundheitsministerium, weil ich es wissen wollte. Und habe dann dort mit einem jungen Mann, ich glaube es war ein sehr junger Mann, gesprochen und habe ihn gefragt, sagen Sie, diese Definition geht ja so weit in dem Paragraph 10, wie ist denn das, wenn ich mich mit 10 Freunden, Freundinnen verabrede in einem Shoppingcenter? Wir treffen uns in der Mitte der Mall und dann machen wir uns aus, wir gehen, um uns zu unterhalten, eine Stunde lang durch diese Mall spazieren, auf und ab. Das ist eine gemeinsame Unternehmung zur Unterhaltung. Und habe ihn gefragt, sagen Sie, das müsste dann ja auch eine Veranstaltung sein, nicht? Wenn wir da zu 10 durchspazieren durch die Mall. Hat er nachgedacht, ungefähr eine Minute. Und dann hat er gesagt, na ja, dann hat er wahrscheinlich nachgelesen, Paragraph 10 Absatz 1. Sagt er, na ja, das wird schon so sein. Nur, meine Damen und Herren, da kommen wir in des Teufels Küche, weil dann haben wir in jedem Shoppingcenter hunderte Veranstaltungen laufen. Nämlich immer dann, wenn mehrere Leute gemeinsam dort durchspazieren. Das kann es nicht sein. Das ist völliger Schwachsinn. Solche Dinge werden aber durch die Formulierungen in der Verordnung natürlich provoziert. Und jetzt komme ich kurz zurück zur Ausstellung. Die Ausstellung wird doppelt genannt. Die Ausstellung ist einerseits ein Freizeitbetrieb, Paragraph 9, wo gar nichts gilt, bis auf den Meter. Aber sie wird auch als Beispiel genannt für eine Veranstaltung, wo viel strenger alles gilt, mit Besuchergrenzen, bla bla. Jetzt habe ich auch bei der Hotline angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe da einen Fehler entdeckt in der Verordnung. Ihr habt die Ausstellungen doppelt erwähnt. Das muss doch ein Fehler sein, weil das schließt sich ja aus. Hat wieder einer nachgedacht am anderen Ende und dann hat er gesagt, naja, nein, das ist Absicht. Und er hat mir das dann so erklärt, wenn man eine Ausstellung in einem Museum macht und die läuft dort länger, für eine Woche, für einen Monat, dann ist es ein Freizeitbetrieb. Wobei man ja generell sagen muss, ein Museum ist eigentlich schon eine Veranstaltung, aber egal. Also so eine Ausstellung ist dann ein Freizeitbetrieb. Wenn ich aber eine Ausstellung außerhalb eines Museums mache, also zum Beispiel, was nicht, in einem Pfadfinderheim oder in einem Shoppingcenter, und ich mache das nur einen Tag lang, diese Ausstellung. Da kommen ja dann alle Besucher auf einmal und das ist dann eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehr überzeugt. Mich hat es nicht überzeugt. Also ich halte das für einen kompletten Blödsinn.
Das kann man nicht unterteilen danach, wo es stattfindet und wie lang es dauert. Das ist völlig unmöglich. Und aufgrund dieser Auskunft gebe ich heute jetzt jedem den Rat, wenn du eine Ausstellung veranstalten willst, dann mach's bitte über einen längeren Zeitraum. Und dann kannst du argumentieren, da kommen ja nicht alle Leute gleichzeitig und dann ist es ein Freizeitbetrieb. Das ist eine völlig wirre Situation, das Ganze. Jetzt schauen wir uns die Ausstellungen etwas näher an, die Veranstaltungen. Es wird hier immer unterschieden in zwei große Gruppen. Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze und mit. Bleiben wir zuerst bei dem ersten Bereich. Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze. Das ist also jede Veranstaltung, wo der Besucher entweder auf einem Stehplatz steht und sich da frei bewegen kann oder eben keinen zugewiesenen Platz hat. Jeder sucht sich selber den Platz. Er kann den Platz dann auch wechseln während der Veranstaltung. Das ist diese Kategorie, die ist limitiert mit 200 Besuchern seit August. Also hier haben wir eine Obergrenze von 200 Besuchern, wobei mit Besuchern wirklich gemeint ist der Besucher. Also es steht ausdrücklich drin, Personen, die für das Zustandekommen des Events erforderlich sind, sind keine Besucher. Also da sind wirklich im engeren Sinn die Besucher gemeint, nicht zum Beispiel ein Orchester oder ein Chor auf der Bühne. Das sind keine Besucher. Bei diesen Veranstaltungen geht das Ministerium davon aus, das können Sie in den FAQs nachlesen, dass diese Veranstaltungen eigentlich ohne Pause stattfinden sollten, in einem durch, von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung durch. Und das Ministerium geht davon aus, dass bei diesen Veranstaltungen niemand aufsteht zwischendurch. Also es bleiben alle während dem ganzen Event brav dort sitzen, wo sie sind. Und es darf also so keine Bewegung dort trotzdem dann während der Veranstaltung mehr oder minder entstehen. Das ist völlig widersprüchlich, weil in Paragraph 10 zum Beispiel ausdrücklich drinsteht, Gastronomie darf ausgeübt werden bei jeder Veranstaltung. Und jetzt wissen wir aber, Gastronomie heißt einerseits, es kann auf einen Platz hin serviert werden. Okay, da bleibt der sitzen. Aber es ist auch Buffetbetrieb möglich. Das heißt, natürlich darf der Besucher aufstehen und zu einem Buffet gehen und sich was holen. Also das ist überhaupt nicht wahr, dass der sich hier nicht dann von seinem Platz wegbewegen darf. Und außerdem kann man auch eine Pause machen. Das Problem bei der Pause ist allerdings, das ist derzeit ein etwas absurdes Problem bei den Veranstaltungen, wenn Sie eine Pause einschieben, also zum Beispiel bei einem Kabarett, bei einem Theater, dann muss der Pausenbereich ein Gastronomiebereich sein. Bei der ist geregelt. Sie dürfen absurderweise keinen reinen Pausenraum haben. Das ist nicht gedeckt durch die Verordnung. Weil das Aufstehen bei einem Event ist quasi nur gedeckt, indem ich aufs Klo gehen muss oder mir die Hände waschen gehe oder mir etwas aus der Gastronomie hole. Es ist etwas absurd, nicht nach Logik fragen, aber an sich, wie gesagt, eine Pause ist durchaus möglich. Ich muss eben aber dann den Pausenbereich, muss ich gleichzeitig gestalten als gastronomischen Bereich. Also ich muss halt dann einen Raum nehmen, wo sich das Buffet befindet und wo die Menschen dann was konsumieren können. Dann kann ich natürlich auch eine Pause einziehen. Das zweite ist dann die Veranstaltung mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen, wo übrigens dieselbe Situation, natürlich darf ich auch dort aufstehen und mir vom Buffet was holen. Hier muss es aber eben zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze geben. Was heißt das? Zugewiesen heißt nicht, dass mich jemand auf den Platz begleiten muss. Das ist auch schon interpretiert worden. Das heißt es sicher nicht. Zugewiesen heißt aber, ich muss als Veranstalter dem Gast spätestens, wenn er die Veranstaltungsstätte betritt, einen konkreten gekennzeichneten Platz zuweisen, der eindeutig gekennzeichnet sein muss. Also es geht zum Beispiel nicht, dass ich sage, grüne, rote, blaue Zone, setz dich in die blaue Zone, wo immer du willst. Das ist kein konkret zugewiesener Platz,
sondern es muss hier eben Plätze geben, die nummeriert sind oder sonst durch Buchstabenkombinationen, wie immer Sie wollen, in einer völlig eindeutigen Weise gekennzeichnet sind. Im Übrigen ist nicht näher definiert, was ist ein Sitzplatz. Das heißt, es kann durchaus zum Beispiel sein, dass sich der Kunde einen Liegestuhl selber mitnimmt, das ist auch gefragt worden, oder einen Klappsessel selber mitnimmt, bei so einer Open-Air-Sache zum Beispiel. Nur, Sie müssen ihm halt dann für seinen Klappsessel einen konkreten Platz zuweisen, wo er den hinstellen darf. Sie müssen halt dann so Plätze haben, die mit Quadraten irgendwie gekennzeichnet sind, mit einer Nummer, und er setzt sich dann mit dem Klappsessel auf diese Nummer hin. Sinnvoll ist es natürlich auch in dem Fall, wenn man diese Zuweisung schriftlich vornimmt. Also wenn man dem Kunden einen Zettel oder ein Ticket in die Hand gibt, wo genau die zugewiesene Nummer draufsteht. Und natürlich wäre es dann auch gut, wenn der Veranstalter ein Duplikat davon hätte, sodass er das auch nachvollziehen kann in einem Zweifelsfall. Also das ist der zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplatz. Wichtig ist hier auch, dass die Kennzeichnung unverrückbar sein muss. Also ich darf jetzt nicht irgendwelche lockeren Tischkärtchen aufstellen, die der erste Luftzug hinweg befördert. Oder was natürlich hier auch nicht der Sinn der Sache ist, dass dann die Menschen während der Veranstaltung von sich aus die zugewiesenen Plätze tauschen. So nach dem Motto, tausch mal die Plätze jetzt. Das geht nicht. Also der Platz muss vom Veranstalter zugewiesen sein. Was aber unseres Erachtens schon gehen müsste, das ist aber auch durch die Verordnung völlig unklar. Es müsste zum Beispiel möglich sein, dass im zeitlichen Verlauf einer Veranstaltung der Veranstalter es so organisieren kann, dass die zugewiesenen Plätze sich ändern. Also zum Beispiel, es findet eine Veranstaltung zuerst im Saal A statt, wo alle sich treffen und sich diverse Vorträge anhören. Da hat jeder einen zugewiesenen Platz. Und dann verlagert sich die Veranstaltung in den Saal B. Dort gibt es dann ein Buffet mit Live-Musik. Und im Saal B hat dann auch jeder wieder einen zugewiesenen Platz. Das wird im Vorfeld so organisiert. Und das könnte dann theoretisch auch 2, 3, 4 Mal wechseln im Zuge eines Abends. Wichtig wäre nur, die Zuweisung muss durch den Veranstalter erfolgen im Vorfeld und muss völlig eindeutig sein. Also der Besucher muss genau wissen, in der ersten Stunde sitze ich im Saal A dort und in der zweiten Stunde sitze ich im Saal B dort. Dann müsste das möglich sein. Und nach diesem Kriterium müsste es auch möglich sein, zum Beispiel Kongresse zu organisieren. Die Kongressanbieter sind ganz arm dran derzeit, weil normalerweise hat ein Kongress keine durchgehend zugewiesenen Plätze, sondern da bewegen sich ja die Leute von Saal zu Saal und setzen sich halt dann dort rein, wo sie das Thema interessiert. Und hier ist die Situation derzeit, dass die Kongresse dann natürlich mit 200 Besuchern limitiert sind, weil das ist dann eine Veranstaltung ohne zugewiesene Plätze. Und ein Kongress bis 200 ist halt natürlich etwas, wo man sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen stößt. Es sei denn, man entschließt sich dann, man macht den Kongress als Hybrid, nicht? Dass man 200 Leute real dort hat, den Rest überträgt man dann übers Internet, aber das sind halt dann Vorgänge, die einen traditionellen Kongress in dem Sinn unmöglich machen. Es wäre übrigens geplant, einen eigenen Kongressparagraphen noch einzufügen in die Verordnung nach Vorbild der Messen. Da liegt derzeit ein Entwurf beim Herrn Minister Anschober. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob er ihn schon angeschaut hat oder hat anschauen lassen, ob es eine Chance gibt. Momentan sind wir leider eher wieder in einer Phase, wo eher wieder eingeschränkt wird. Aber es wäre eben der Plan, dass man nach Vorbild der Messen hier einen Sonderbereich für die Kongresse ermöglicht. In dem Zusammenhang noch ganz kurz einen Hinweis auf die Messen. Die Messen haben einen Sonderparagraf bekommen. Ja, zu den Veranstaltungen noch ganz kurz. Alle Veranstaltungen über 200 Personen brauchen an sich ein Präventionskonzept und einen Covid-Beauftragten. Und wenn es über 500 Personen geht, muss das Ganze auch noch von der Gesundheitsbehörde genehmigt werden. Also dann brauche ich Konzept, Beauftragten,
und die Genehmigung durch die Behörde. Die Messen haben eine Sonderregelung im Paragraph 10a. Aber warten Sie, vorher haben Sie mich noch was gefragt mit dem privaten Wohnbereich. Ja, da komme ich jetzt auch gleich noch kurz drauf. Ja, vielleicht schauen wir Moment. Kurz. Moment. Ja, das war eh genau das. Da sind wir jetzt genau dort, wo die Frage war. Das heißt, die Verordnung hat einen Passus, wo sie dann sagt, diese ganzen Veranstaltungsregelungen, also der Paragraph 10, die gelten in gewissen Fällen nicht. Das heißt, da gelten dann die Besucherobergrenzen nicht, der Mindestabstand, das Präventionskonzept gilt nicht, der Covid-Beauftragte. Und welche Ausnahmen gibt's da? Die eine Ausnahme ist der private Wohnbereich. Das ist sicher eng zu interpretieren. Also das heißt, wenn ich eine Veranstaltung bei mir daheim in der Wohnung durchführe oder in meinem privaten Garten, wäre auch noch privater Wohnbereich, der Garten rund ums Haus, wo ich wohne, sage ich einmal vorsichtig, ist privater Wohnbereich, Gartenfest mit Freunden, das müsste aus der Corona-Verordnung ausgenommen sein. Das heißt, hier muss ich mir dann als Einladender halt selber überlegen, möchte ich da irgendwas vorkehren, ja oder nein, oder ist mir alles egal, weil in meiner privaten Wohnung kann ich ja auch Leute einladen, uneingeschränkt, ohne dass es irgendwelche Auflagen gibt. Das ist ja eben auch durch die Bundesverfassung garantiert. Wir haben eben dieses Hausrecht und wir haben diese persönliche Freiheitssphäre, die durch Grundrechte abgesichert ist. Und es ist einleuchtend, da darf der Gesetzgeber nicht eingreifen in eine private Wohnung. Das würde sich auch kein Mensch, glaube ich, wünschen, ja, dass ein Gesetzgeber sagt, ich muss in der privaten Wohnung einen Meter Abstand halten. Also man muss nur wahrscheinlich den privaten Wohnbereich schon eng interpretieren. Natürlich, die Verordnung hilft uns dabei gar nicht. Die sagt nur privater Wohnbereich. Also ich würde es so interpretieren, es muss ein Bereich sein rund um eine private Wohnung, mehr oder minder unmittelbar rundherum. Also entweder eine Wohnung selber oder ich habe ein Haus auf einem Grundstück, wo rundherum ein Garten ist und der zählt auch zum privaten Wohnbereich. Was nicht mehr dazu zählen würde, wäre meines Erachtens, wenn ich ein Schlossbesitzer bin und ich wohne in einem Schloss und das Schloss ist umgeben von 10 Hektar Grund und ich mache jetzt in einem Kilometer Entfernung vom Schloss ein Event auf der Wiese. Das ist sicher zwar Privatgrund, ist aber sicher kein privater Wohnbereich. Im Sinne der Verordnung, wäre meine Interpretation. Also da müsste ich die Corona-Regeln dann sehr wohl einhalten. Aber noch einmal, es ist hier überhaupt nicht definiert, was ist privater Wohnbereich. Aber das zieht sich ohnehin, wie Sie sehen, durch die ganze Verordnung. Und dann, das wurde ja auch von dem Kollegen gefragt, da haben wir jetzt die Veranstaltungen zur Religionsausübung. Und da haben wir jetzt eben genau die Situation, wenn ich im Rahmen einer, sage ich einmal, einer liturgisch vorgesehenen Kultushandlung eine Darbietung mache. Also ich führe im Rahmen einer Ostermesse die Matthäus-Passion auf mit einem Chor und einem Orchester, ganz toll, mit berühmten Solisten. Dann ist es ein Teil der Religionsausübung. Das heißt, hier muss ich vom Gesetz her die Corona-Regeln nicht befolgen. Natürlich kann aber jetzt im Rahmen des Hausrechts, und das gilt generell immer, von der Donau-Uni bis zur Kirche runter oder auch zu jeder Veranstaltung, derjenige, der das Hausrecht hat, kann natürlich immer strengere Regeln vorsehen, als die Verordnung vorsieht. Strenger, nur strenger, Ausnahmen nicht. Also natürlich kann jetzt die Bischofskonferenz, das ist ja praktisch die Aufsichtsbehörde, sage ich mal, über die einzelnen Pfarren oder Kirchen. Natürlich kann jetzt die Bischofskonferenz sagen, wir stellen Corona-Regeln auf und ihr, liebe Pfarren, bitte haltet das ein. Das ist dann ein Fall des Hausrechts. Aber von der Verordnung her haben wir bei der Religionsausübung keine Regeln. Dann haben wir Ausnahmen auch, das habe ich Ihnen aber eher schon gesagt, in Richtung Versammlungsgesetz, also bei den politischen Versammlungen. Gilt die ganze Corona-Regelung nicht?
Was haben wir noch für Ausnahmen? Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken. Das ist auch eine Bestimmung, die strittig ist. Da wird immer gefragt, was ist da gemeint? Da sind gemeint berufliche Zusammenkünfte im Rahmen eines Unternehmens, mehr oder minder einer Organisation, die quasi ein Teil des Regelbetriebs in der Firma sind. Also zum Beispiel ein wöchentlicher Schurfix, ein Zusammensitzen der Abteilungsleiter, solche Sachen, die notwendig sind zum betrieblichen Ablauf einer Firma oder einer Organisation. Es ist hier oft gefragt worden, was ist bei einem B2B-Event? Oder was ist, wenn eine Firma ihre Angestellten einlädt zu einer Weihnachtsfeier? Kommt ja jetzt angeblich wieder diese Zeit. Das zählt da sicher nicht hinein, weil die Weihnachtsfeier ist nicht notwendig zur beruflichen Tätigkeit. Das ist eine ganz normale Veranstaltung. Aber eben die rein berufliche Zusammenkunft, wo es um rein berufliche Themen geht, jenseits jeglicher Unterhaltung, die sind ausgenommen. Ferner ausgenommen, das wird auch oft gefragt, sind Organsitzungen juristischer Personen. Das heißt zum Beispiel die Vollversammlung eines Vereins ist ausgenommen aus den Corona-Regeln. Das ist auch schon sehr oft gefragt werden. Aber hier ist natürlich auch immer gemeint, es darf da keine Unterhaltungsdarbietungen geben. Also das muss halt dann eine reine Vollversammlung sein, eine Vorstandssitzung, wo nur die engeren notwendigen Themen besprochen werden. Wenn es da dann anschließend einen lockeren Teil geben sollte, wo dann eine Live-Musik kommt und wo die Leute dann beim Buffet stehen und sich unterhalten, da müsste man dann wohl sagen, dieser Teil ist eine normale Veranstaltung. Aber die Organsitzung vorher, die Vorstandssitzung etc. nicht. So viel zu diesen Ausnahmen. Und dann eben ganz kurz noch der Paragraph 10a. Hier hat man die Messen eingefügt, um ein Wiederhochfahren der Messen quasi zu ermöglichen. Die Messen sind jetzt wieder möglich, obwohl sie keine zugewiesenen und gekennzeichneten starren Sitzplätze haben. Ich brauche aber daher, das ist der Ausgleich, bei jeder Messe ein Präventionskonzept und einen Präventionsbeauftragten. Das ist quasi der Deal gewesen. Also ihr habt zwar keine Besuchergrenze, aber dafür braucht jede Messe das Präventionskonzept und den Beauftragten, wobei das Konzept auch von der Behörde genehmigt werden muss, bei jeder Messe. Im Paragraph 11 haben wir dann noch diese Generalausnahme der Universitäten. Also auf der Donau-Uni gilt die Corona-Verordnung nicht. Ja, und das war, und dann gibt's noch übrigens zum Abschluss noch eine völlig skurrile Regelung im Paragraph 11, Satz 9, die uns gar keine große Freude bereitet jetzt aus der Event-Sicht, aus der Veranstalter-Sicht oder auch Agentur-Organisatoren-Sicht. Und zwar gibt's hier eine Sonderregelung für Veranstaltungen mit, wie da steht, mit geschlossenen Gesellschaften, sagt die Verordnung. Also das ist allein schon ein Begriff, den ich als Jurist nie benutzt hätte. Das ist Alltagssprache. Der korrekte Begriff wäre private Veranstaltung. Also nur eingeladene, namentlich persönlich eingeladene Gäste, nicht allgemein zugänglich. Das wären an sich die korrekten Begriffe, aber egal. Und zwar bei Veranstaltungen nur für geschlossenen Besucherkreis darf ich die Gastronomiesperrstunde mit 1 Uhr früh überschreiten, also diese Gesundheitssperrstunde. Das heißt, bei solchen Veranstaltungen oder auch, also wenn nur gegessen und getrunken wird, auch bei reiner Gastronomie, gilt die 1 Uhr Sperrstunde nicht. Also da kann dann auch bis in die Morgenstunden gegessen und getrunken werden. Wobei es allerdings da eine völlig skurrile Auflage dann gibt. Und zwar der Veranstalter muss dem Vermieter oder dem Location-Inhaber oder dem Betreiber des Veranstaltungsortes, wenn er das nicht selber ist,
muss er spätestens 3 Tage vor dem Event die Teilnehmer bekannt geben. Und das ist jenseitig. Weil das kann ja durchaus sein, dass das Konkurrenten am Markt sind, der Veranstalter und der Betreiber. Das heißt, es muss einer seinem Konkurrenten die eigenen Veranstaltungsteilnehmer bekannt geben. Das ist schon sehr jenseitig. Es ist schon klar, wie es gemeint ist. Gemeint ist, damit man nachvollziehen kann, wenn es zu einer Infektion kommt. Nur, das ist völlig überflüssig, weil bei einer privaten Veranstaltung muss ohnehin der Veranstalter die Daten haben aller seiner Gäste. Der hat, muss ja die haben bei einer privaten Veranstaltung. Also das hätte völlig genügt, dem aufzutragen. Er muss das, was ich, 28 Tage aufbewahren. Dann kann man es nachverfolgen. Aber den Veranstalter zu verpflichten, die Teilnehmer seiner Veranstaltung einem möglicherweise Konkurrenten mitzuteilen, ist schon sehr, also das ist typisch schon von Leuten geschrieben worden, die sich das irgendwie, glaube ich, am Markt nicht ganz vorstellen können. Man kann sich natürlich auch hier, so viel zum Abschluss jetzt, ein bisschen den Spaß machen und diese Verordnung hinterfragen. Die Verordnung sagt ja nur, der Veranstalter muss dem Betreiber die Teilnehmer bekannt geben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, es steht nicht drin die Namen, nicht? Also ich rufe halt den Betreiber dann an und gebe ihm bekannt, es kommen 300 Leute von der Firma Siemens, passt's eh? Damit habe ich ihm eigentlich die Teilnehmer bekannt gegeben. Der Gesundheitsminister wird es wahrscheinlich näher haben wollen, aber da hätte man auch vielleicht die Verordnung besser formulieren müssen, indem man schreibt, er muss die Namen bekannt geben. Aber verraten Sie mich nicht, da in dem Fall ist die Lücke vielleicht ganz gut, weil diese Auflage hat auch schon zu Unwillen geführt, können Sie sich vorstellen, in der Veranstaltungsszene. Das ist auch datenschutzrechtlich übrigens sehr bedenklich, ja. Weil normal müsste da ja der Kunde auch gefragt werden, ob der Veranstalter dem Vermieter seinen Namen zum Beispiel bekannt geben darf. Also das hat x rechtliche Problematiken. Gut, meine Damen und Herren, das wäre im Expresszug, ich bin schon um Gottes Willen schon überzogen, das wäre im Expressverfahren jetzt die Corona-Situation rechtlich aufgerollt gewesen, war natürlich jetzt ein sehr rasanter Blick drüber, nicht bis in jede Feinheit, aber trotzdem noch gerne die Frage, gibt's Fragen für das Plenum dazu? Wie gesagt, ich würde jeden bitten, der wirklich Spezialfragen jetzt hat, Sie können mich gern dann unabhängig auch kontaktieren, aber wenn es Fragen sind, die doch vielleicht für einige interessant sind, dann glaube ich, hätten wir jetzt noch die Zeit. Bitte. Ich hätte eine Frage, die vielleicht mehrere interessiert. Zum Corona-Beauftragten. Und zwar bin ich da relativ ungefragt dazu gekommen und habe da etwas aufgeschnappt, was Sie zwischendurch gesagt haben, dass der auch offensichtlich Verantwortung trägt und möglicherweise belangt werden kann. Ja, ja. Ist ein absolutes Top-Thema, wobei die Verordnung sagt dazu überhaupt nichts. Die Verordnung, aber das sind wir jetzt eh schon gewohnt, die sagt nur, es muss in gewissen Fällen einen Covid-19-Beauftragten geben und aus. Mehr sagt die Verordnung nicht. Sie sagt zum Beispiel gar nicht, wer kann das sein? Muss der in der Qualifikation haben, Berufserfahrung? Das wird alles überhaupt nicht geregelt. Also theoretisch könnte ich zum 18-jährigen Lehrling in der Früh sagen, du, wir haben am Abend ein Event, du machst mal bitte den Covid-Beauftragten. Also man muss eins dazu sagen, der Covid-Beauftragte hat natürlich einen Verantwortungsbereich und zwar lautet der, er muss kontrollieren, ob das Präventionskonzept eingehalten wird. Das erfordert natürlich einerseits, dass er das Konzept sehr gut kennt. Also das wird allein schon ausschließen, dass ich kurz vor dem Event ansage, du machst mir jetzt den Beauftragten, weil der muss ja das Konzept im Detail kennen und verinnerlicht haben. Und zweitens wird man wohl daraus schließen können, dass der Beauftragte auch den Veranstaltungsort kennen sollte. Also der sollte sich auf jeden Fall vorher auch anschauen, wenn er das nicht kennt, wo findet das statt,
wie sind da die Räume gelegen, wie könnten sich Besucherströme ergeben, weil der muss ja dann kontrollieren, eben, dass die Vorgaben eingehalten werden. Und dafür trägt er auch Verantwortung. Das heißt, er muss eben kontrollieren, dass das Konzept eingehalten wird. Und wenn er jetzt merken würde, das wird nicht eingehalten, weil da die Leute undiszipliniert sind, weil gewisse Vorfälle sind, die das Konzept durchbrechen, dann muss er zumindest den Veranstalter unverzüglich darauf aufmerksam machen. Der Corona-Beauftragte selber hat ja kein Anweisungsrecht gegenüber dem Publikum. Also der kann jetzt eigentlich nicht wirklich hergehen und sagen, bitte Abstand einhalten. Na klar kann er es sagen. Aber das Publikum, sagen wir so, ist jetzt rechtlich nicht unbedingt verpflichtet, dem Folge zu leisten, abgesehen von der Verordnung selber, weil der Covid-Beauftragte kein Durchgriffsrecht hat auf die Besucher. Grundsätzlich. Also an sich müsste dann der Beauftragte den Veranstalter darauf aufmerksam machen und der muss die betreffenden Anweisungen treffen. Allerdings könnte der Veranstalter, wenn er eine Hausordnung erlässt, und es kann ja jeder Veranstalter für den Event eine Hausordnung haben, in die Hausordnung kann man natürlich hineinschreiben, dass der Covid-Beauftragte auch das Recht hat, an das Publikum zielgerichtete Anweisungen zu richten, die zu befolgen sind. Also durch die Hausordnung könnte man den Beauftragten auch mit weitergehenden Kompetenzen ausstatten, die natürlich auch dessen Verantwortung erhöhen. Welche Verantwortung, welche Haftung kann er haben? Naja, der Covid-Beauftragte kann einmal rein theoretisch nach dem Epidemie- und Covid-Gesetz haften. Also das war der Fall, den ich gesagt habe. Nicht? Wenn der Verantwortliche an der Bar steht und trinkt, statt dass er kontrolliert, dann könnte er natürlich, wenn da eine behördliche Kontrolle ist und die sehen das, dass der sich nicht kümmert, kann er natürlich bestraft werden nach den Gesetzen. Er kann aber natürlich auch dem Veranstalter gegenüber zivilrechtlich haften. Nicht? Wenn der Veranstalter sagt, ich habe dich bestellt, damit du diese Aufgabe erfüllst, und du hast die aber nicht erfüllt und aufgrund dessen habe ich jetzt gewisse Nachteile erlitten, Schadenersatzforderungen, eine behördliche Strafe bekommen, dann kann sich natürlich der Veranstalter an dem Covid-Beauftragten zivilrechtlich regressieren. Also hier könnte man aber auch eine Regelung natürlich in der Beauftragung treffen. Das ist dann Sache zwischen dem Veranstalter und dem Beauftragten. Kurzum, die Verordnung lässt das völlig ungeregelt, die macht es einfach, die sagt nur, es muss einen geben. Und auch die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums sagen zu diesen Themen absolut nichts aus. Also weder darüber, wer kann Beauftragter sein, welche Aufgaben hat der. Also hier ist man mehr oder minder, sage ich mal, brutal sich selber überlassen. Also da muss man schauen, dass man eben einvernehmlich zwischen Veranstalter und Beauftragten eine tragbare Lösung findet. Weil es ist klar, es kann einmal immer was sein und dann ist es natürlich unangenehm, wenn der Beauftragte dann irgendwelche Regressforderungen gewärtigen muss. Muss das schriftlich irgendwo festgehalten werden? Müssen nicht. Also Sie können in Österreich jeden Auftrag mündlich erteilen, aber da würde ich dringendst abraten. Also die Beauftragung eines Covid-Beauftragten muss schriftlich erfolgen. Und es sollte auch wirklich klar geregelt sein, welche Aufgaben hat er und wofür ist er verantwortlich. Und noch was, gibt es Qualifizierungsmaßnahmen beziehungsweise gibt es eine Zertifizierung? Und zwar das Rote Kreuz in Wien ist da der Marktführer seit Anfang. Die machen ganz tolle Schulungen für Covid-Beauftragte. Diese Schulungen sind jetzt in Kürze auch TÜV-zertifiziert von der Qualität her. Und die werden am Markt auch in ganz Österreich hervorragend anerkannt. Also das Rote Kreuz Wien hat da schon mehr als 3000 Teilnehmer durchgeschleust. Das ist an sich, wenn Sie das buchen, es ist relativ günstig, ich glaube 200 Euro circa, und Sie kriegen das Ganze in Videokonserve. Also Sie schauen sich das selber dann auf Video an. Und das wäre die eine Möglichkeit. Und auch die Wifis haben mittlerweile die Lücke erkannt und das Wifi Tirol und jetzt auch Niederösterreich bieten auch solche Schulungen an zum Covid-Beauftragten.
beziehungsweise das Wifi Niederösterreich wird in Kürze auch anbieten, einen Workshop 2x3 Stunden. Wie erstelle ich ein Präventionskonzept? Weil das ist ja natürlich immer die nächste Frage. Wie macht man denn das? Wer darf das machen? Darf der Veranstalter das selber machen? Oder darf der Covid-Beauftragte das Präventionskonzept erstellen? Ich nehme es vorweg, ist alles möglich, weil es auch überhaupt wieder nicht geregelt ist. Aber natürlich sollte man wissen, wie man so ein Konzept erstellt, weil entweder muss man es ja dann bei der Behörde einreichen oder wenn das Konzept grottenschlecht ist und es erkranken dann Leute bei dem Event, sind natürlich Schadenersatzforderungen nicht ausschließbar. Also da kann sich ein billig schlechtes Konzept rächen. Ich frage, wer würde diese Schadenersatzzahlungen, an wen gehen die, wer haftet? Na, nehmen wir an, Sie besuchen einen Event, wo sehr viele Leute beisammen sind und nehmen wir an, ich meine, das sind jetzt alles Fälle, die sind alle noch nicht judiziert, weil das kommt alles erst in den nächsten Monaten auf uns zu, aber nehmen wir an, Sie erkranken kurz drauf an Covid. Und nehmen wir an, es ließe sich nachweisen, dass Sie sich an dem Abend dort angesteckt haben. Und Sie könnten jetzt nachweisen, dass der Covid-Beauftragte dort vor Ort betrunken durch die Räume getorkelt ist, der hat sich um nichts gekümmert, dann könnten Sie natürlich den Veranstalter haftbar machen auf Schadenersatz. Also wenn Sie einen Schaden erlitten haben, natürlich nur. Also wenn Sie einen Verdienstentgang zum Beispiel erlitten haben, den Ihnen niemand ersetzt, ja, oder irgendwelche Gesundheitsmaßnahmen, die Ihnen niemand ersetzt. Normalerweise haben wir ja ein gutes Sozialversicherungssystem, da ersetzt mir das ja die Krankenkasse alles. Nur in dem Fall würde dann die Ersatzforderung auf die Krankenkasse übergehen. Also da könnte dann auch zum Beispiel die Gebietskrankenkasse, die Gesundheitskasse heißt jetzt, könnte den Veranstalter dann zum Beispiel haftbar machen. Das sind aber alles Dinge, die wissen wir noch nicht, aber möglich ist das durchaus. Okay, und Corona-Beauftragte ist ab 200 Leuten, oder? Also ja, genau, ab 200, bei über 200 brauche ich ein Konzept und einen Beauftragten und bei über 500 muss das Konzept dann noch behördlich genehmigt sein. Und unter 200, wer haftet da? Da haftet niemand. Aber normal, naja, das würde ich so nicht formulieren. Da haben wir normale zivilrechtliche Haftung. Also wenn sich da jetzt auch wieder wer ansteckt, da gibt es kein Konzept und keinen Beauftragten. Aber nehmen wir an, Sie stecken sich halt bei so einem Event an, bei so einem Steh-Event, auf einem kleinen Open Air, wo die Leute stehen und nicht fix sitzen. Und Sie könnten jetzt nachweisen, dass der Veranstalter überhaupt nicht kontrolliert hat, dass der Meter eingehalten wird. Oder wenn das in einem geschlossenen Raum ist, müssten ja alle Masken tragen bei diesen Veranstaltungen. Nehmen wir an, das hat keiner kontrolliert, da hat niemand eine Maske getragen. Dann könnte natürlich der Veranstalter haftbar gemacht werden. Weil ich selber bin Veranstalterin, von einmal im Monat habe ich eine Veranstaltung, es sind unter 100 Leute im Normalfall, so ja. 8 ungefähr. Und ich bin jetzt halt total am neuen, also zum Beispiel die Maskenpflicht, das ist ja erst ab Ende Oktober eigentlich mit der Ampel, oder? Nein, bei den Veranstaltungen ohne zugewiesene Plätze, die nicht im Freien stattfinden, besteht ja durchgehende Maskenpflicht. Aha, okay. Ja. Und also da könnte ich, wenn jetzt irgendwer sich ansteckt, könnte theoretisch ich als Veranstalterin haftbar sein. Wenn man ihnen, sagen wir so, wenn man ihnen schuldhafte Verfehlungen vorwerfen kann. Wie zum Beispiel? Also, ja, zum Beispiel, sie haben nicht verlangt, dass ihre Besucher Masken tragen. Ne? Ihnen ist das ja egal. Das wäre eine schwere Verfehlung. Okay, und bei mir ist nämlich noch die zusätzliche komplizierte Sache, dass die Zuschauer auch zur Bühne kommen, weil es eine immer jedes Monat ein Konzert mit anschließender Jam-Session ist. Sprich, die Zuschauer werden auch zu Bühnendarstellern. Und wie ist das? Auf der Bühne können sie keine Maske tragen, weil dann können sie nicht singen und ihr Instrument spielen. Das ist an sich eine hervorragende Frage. Da wird dann wirklich der Zuschauer zum Akteur. Da würde die Maskenpflicht auf der Bühne, ich meine, ich würde es jetzt so formulieren, er muss natürlich dann auf der Bühne eine wirklich künstlerisch nachvollziehbare Leistung abliefern. Wenn ich nur auf die Bühne mit der Bierflasche gehe und drei Worte ins Auditorium gröle, bin ich sicher kein Künstler.
Also das ist eine haarige Geschichte. Wenn der natürlich wirklich zum Darbietenden wird, indem er mitjammt und ordentlich ein Instrument beherrscht oder dort singt dazu, dann wird er in dem Fall zum Künstler und kann die Maske auf der Bühne ablegen. Ja? Aber das sind natürlich jetzt alles Dinge, an die die Verordnung überhaupt nicht denkt. Also das ist in keiner Weise geregelt. Aber das wäre schon der Schluss, den man ziehen kann. Ja? Weil der Künstler selber muss die Maske bei der Ausübung der Kunst sicher nicht tragen. Geht ja gar nicht. Und wenn man jetzt so Sitznischen hat, da können dann Leute, die in einer Gruppe sich ausgemacht haben, sie kommen zusammen ohne den Abstand sitzen. Habe ich das richtig verstanden? Oh, warte mal. Das ist jetzt wieder die Veranstaltung ohne zugewiesene Plätze, nicht? Mit den Sitznischen. Ja. So, die merkt man es ja auch vom einen aufs andere mal auch nicht. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Das ist der Paragraph 10 Absatz 8. Ja, also da müssen Sie dann in den Sitznischen, genau, müssen Sie den einen Meter einhalten. Ausgenommen Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben. Ausgenommen Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben. Also nicht die Besuchergruppe. Ja. Na, ist absurd. Also die Besuchergruppe kommt ins Spiel dann bei den anderen Veranstaltungen mit den Zugewiesenen. Bei den Veranstaltungen zählt als Ausnahme nur der Lebenspartner. Nicht die gemeinsame Besuchergruppe. Es ist völlig unlogisch. Also Sie dürfen in der ganzen Verordnung nicht nach Logik fragen. Das ist bei vielen Veranstaltungen nicht möglich. Das ist auch bei meiner Veranstaltung nicht möglich, dieser eine Meter in einer Nische einzuhalten. Ja, aber dann dürfen Sie die Nische nicht besetzen. Sonst hätten Sie wirklich einen Haftungsfall. Also wenn Sie die dann anstecken dort und nehmen wir an, Sie könnten das beweisen, und Sie haben dann irgendeinen Schaden, den Sie erleiden, ich meine, den müssen Sie auch einmal haben, weil normal Gesundheitssystem deckt ja alles ab, aber dann könnten Sie haftbar gemacht werden oder könnte Sie die Krankenkasse dann haftbar machen. Rein theoretisch, wir können das alles noch nicht sagen, aber denkbar ist das. Stehen darf man mit einem Meter Abstand innen drinnen. Bitte? Stehen darf man gar nicht. Mit einem Meter Abstand. Ja, Sie dürfen indoor mit einem Meter Abstand mit der Maske auf stehen im Zuschauerraum. Und wenn Sie es Open Air machen, ist die Maske nicht erforderlich. Dann genügt der eine Meter. Okay. Jetzt noch eine Frage auch. Und zwar, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Veranstaltung an einem öffentlichen Platz mache? Kommen dann die Regelungen für die Veranstaltung zum Tragen oder gilt dann, dass an öffentlichen Plätzen eigentlich keine Regelung besteht? Ja, das ist genau die hervorragende Frage. Also normalerweise ist es so in der Verordnung, dass Bestimmungen sich kumulieren können. Also da, wo sich's typisch kumuliert, ist ja Essen und Trinken plus Event. Da muss ich ja den Paragraph 6 dann gemeinsam mit dem Paragraph 10 anwenden. Wenn ich jetzt am öffentlichen Ort eine Veranstaltung mache, Sie meinen völlig frei zugänglich für jeden, der zuhören will, nicht? Am Rathausplatz zum Beispiel, ne? Ja, ohne eingegrenzten Zuschauerbereich, oder? Ohne Einlasskontrolle, oder? Oder wie meinen Sie es? Ja. Also völlig am öffentlichen Ort, gratis, es kann jeder, den es interessiert, da dazukommen. Aber es ist schon ein Event, den Sie bewerben, nicht? Also wo man Zuschauer erwartet, nehme ich mal an. Ja, eher einen eingegrenzten Bereich eingeladen, ja. Aber also da also es wird geht man, um Schulveranstaltungen im Prinzip. Ja. Ja, da wendet man sicher den Paragraph 10 kumulativ an, ja. Weil ja. Da erwarten Sie ja Besucher, Sie laden es auch quasi ein, Sie haben einen Besucherbereich. Und da wird man dann wahrscheinlich sagen, eben bei nicht zugewiesenen Plätzen maximal 200 Besucher. Und wie Sie das am öffentlichen Ort dann machen wollen, ist wieder eine andere Frage. Das ist schwierig. Und eine zweite Frage wäre noch zu den zugewiesenen Sitzplätzen. Wäre es auch denkbar, dass man gewissen Gruppen eine Gruppe von Sitzplätzen zuweist? Eben zum Beispiel, Nein. Das ist durch Schule XY, sitzt Nein. Auf diesen Plätzen. Nein, müssen Sie einzeln zuweisen. Muss einzeln zugewiesen. Ich meine, es kann natürlich ein Sektor sein. Klar, Sie können einen Sektor reservieren für die Klasse, aber es muss dann jeder Schüler einen einzelnen zugewiesenen Platz haben. Es darf nicht so sein, dass die sich dann auf den Sektor verteilen, wie sie wollen. Das heißt, es müsste jeder Schüler namentlich einen
Na, namentlich nicht. Namentlich steht in der Verordnung ja nicht, nicht. Das ist ja auch interessant. Sie stoßen ja da schon wieder in ein Wespennest hinein. Das sagt die Verordnung ja nicht. Sie sagt nur zugewiesen und gekennzeichnet. Sie sagt nicht namentlich. Also das heißt, wenn jetzt alle diese Sitzplätze für die Volksschule XY gekennzeichnet sind, würde das reichen? Ja, noch einmal, ich muss aber dann jedem einzelnen Kind ein Kärtchen in die Hand drücken, wo seine Sitznummer draufsteht. Aha, also doch. Die muss markiert sein in dem Sektor. Ja, okay. Ich meine, sollte durchführbar sein, ja? Ja, ja. Wobei, den Namen habe ich natürlich in dem Moment, wo ich ein Nachverfolgungssystem einrichte. Das ist ja derzeit auf freiwilliger Basis möglich. Wobei da auch die Frage schon gestellt wurde, wie ist das gemeint mit freiwillig? Freiwillig seitens des Veranstalters oder freiwillig seitens des Besuchers? Und da haben viele zuerst gesagt, na, da ist der Veranstalter gemeint. Also wenn der Veranstalter sagt, ich richte freiwillig ein Kontaktnachverfolgungssystem ein, dann ist es eine Gegebenheit. Aber wir wissen jetzt spätestens durch den Gesetzesentwurf für die Änderungen, die kommen sollen, dass das so nie gemeint war, sondern ist nur schlecht formuliert gewesen. Der Gesetzgeber meint immer freiwillig seitens des Besuchers, weil es wird auch jetzt in dem Covid-Änderungsgesetz wird wieder drinnen stehen, dass quasi die Veranstalter sozusagen eingeladen werden, ein Kontaktnachverfolgungssystem einzurichten und die Daten der Besucher, also sprich, da habe ich den Namen natürlich dann, 28 Tage aufzuheben. Allerdings steht in dem Gesetzesvorhaben auch drin, wenn ein einzelner Besucher sich weigert, da mitzuwirken dran, indem er das nicht bekannt geben will, dann darf der Veranstalter ihn nicht von der Veranstaltung ausschließen. Und das ist, wenn Sie mich jetzt fragen, die idiotischste Lösung, die es überhaupt gibt. Ja, weil entweder muss ich das durchziehen, das hat ja sonst überhaupt keinen Sinn. Oder ich müsste eben sagen, na gut, wenn einer das nicht will, dann darf er nicht teilnehmen. Aber zu sagen, das kann sich jetzt jeder aussuchen, weil das wird genau dazu führen, dass dann die meisten allein schon aus Zeitökonomie sagen werden, da mache ich nicht mit, weil da muss ich mich irgendwo hinstellen und meine Daten bekannt geben oder im Internet vorher einklopfen. Das ist mir ja alles viel zu mühsam. Wenn das eh nicht sein muss, verzichte ich drauf, nicht? Also das ist ja eine idiotische Lösung. Man wird sehen, ob das wirklich so kommt. Das bringt gar nichts in Wahrheit. Aber zumindest wissen wir auch, dass gemeint ist, freiwillig seitens des Besuchers und nicht seitens des Veranstalters. Das ist damit klargestellt worden. Aber rein datenschutzrechtlich darf ich die Namen von Schülerinnen aus verschiedenen Schulen für eine Veranstaltung bei mir speichern? Für gewisse Zeit. Sie müssen immer, wahrscheinlich haben Sie recht, ich bin leider überhaupt kein Datenschutzexperte. Es überlagert sich hier natürlich das ganz normale Datenschutzrecht, das wir ja haben seit der Grundverordnung, jetzt mit diesen Corona-Bestimmungen. Also alles, was Sie nach dem bisherigen ganz normalen Datenschutzrecht sowieso dürfen, dürfen Sie auch weiterhin, ja. Nur da bin ich jetzt nicht der Experte, nicht? Das mit den 28 Tagen ist eine Covid-Corona-Sonderbestimmung. Also da steht quasi drin, wenn ich bei einer Veranstaltung jetzt die Daten sammle der Besucher, die da freiwillig mittun, dann darf ich es nur 28 Tage aufheben. Das ist eine Spezialbestimmung jetzt für die Datensammlung bei Veranstaltungen, beziehungsweise wem darf ich es bekannt geben? Nur der Gesundheitsbehörde auf Anforderung, steht auch drin. Und nach 28 Tagen ist es zu löschen. Und mir wurde gesagt, es sind schon jetzt Programme am Markt, die kann man buchen, auch als Veranstalter für die Nachverfolgung, die zum Beispiel die Daten automatisch am 29. Tag löschen. Also um das muss man sich dann gar nicht mehr kümmern. Aber das normale Datenschutzrecht gilt unverändert weiter natürlich. Kann eine Schulklasse, die zu einer Veranstaltung kommt, dann als gemeinsame Besuchergruppe? Ja. Mit Sicherheit. Also das, glaube ich, da fährt die Eisenbahn endlich einmal drüber. Okay. Das ist so eindeutig. Ich muss